Ist das hier die Kindervorstellung? Tut mir leid, kleiner Mann. Das ist die Bahnhofskino-Spätvorstellung für die schmierigen Onkels. Mit wem? Mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch. Gericht in Texas. Vergessen Sie alle Horrorfilme, die Sie bisher gesehen haben. Dies ist der Horrorhöhepunkt der Filmgeschichte. Der Film, bei dem Sie schon nach 20 Minuten wünschen werden, er möge zu Ende gehen. Tobe Hoopers weltberühmter Horrortrip. Blutgericht in Texas. Hallo und herzlich willkommen zur Episode 484 des Bahnhofskino-Podcast. Mein Name ist Patrick und bei mir ist der Daniel. Hallo Daniel. Pretty, pretty. ich stelle erschrocken und irgendwie auch durchaus erfreut fest, wir haben eine 50th Anniversary Edition heute. Na? Ja. Oder auch in der Summe ein Centennial sozusagen. Wir sprechen so über zwei Filme, die jeweils genau 50 Jahre alt sind. Ja, man glaubt es ja gar nicht, ne? Also, ja. Also, sagen wir mal, ja, nee, ich fühle mich einfach alt. Du hast sie aber auch nicht im Kino gesehen. Also. Nein, ich hab sie tatsächlich nicht im Kino gesehen. Den einen habe ich viele, viele Male auf DVD gesehen. Hm. Und den anderen habe ich jetzt zum ersten Mal gesehen. Was ich erstaunlich finde. Und ich frage mich, hast du das eigentlich damals verschwiegen, als wir vor vielen Jahren über TCM2 sprachen? Das kann sogar sein, dass ich es verschwiegen habe, weil wir da ja noch relativ am Anfang unseres Podcasts standen und ich, glaube ich, belesener wirken wollte, als ich war. Oder bin. Ja. Ich weiß nicht. Ja, ist auch nicht weiter schlimm, ehrlich gesagt. Ich glaube, Female Trouble ist auch so ein maßgebliches Werk des Underground-Cinema. Und das habe ich auch bis dato nicht gesehen. Also, habe auch eine Bildungslücke geschlossen hiermit. Richtig, genau. Aber den kann ich also zumindest über weite Strecken echt mitsprechen. Hm. Was vor allem aber auch daran liegt, dass er, glaube ich, einer der zitierfreudigsten Filme von John Waters ist. Wahnsinnig viel Zeugs, was also auch gerade das Fandom von Waters immer wieder zitiert, sowas wie I better get them cha-cha heels. Not on Christmas Dawn. natürlich der allseits beliebte Klassiker von Edith Massey, The World of the Heterosexual is a Sick and Boring Life. Und oder eben auch gerne so auf T-Shirts getragen, sowas wie I'm a thief and a shit kicker and I'd like to be famous. Ja, ich muss sagen, der Moment, in dem ich am lautesten gelacht habe, war tatsächlich, als Divine diese kleine Bühne entdeckt. Und ich weiß auch nicht, wieso, es hat so einen Nerv getroffen, wenn sie da sagt, look, a little stage. Und ich dachte, das ist so einfach. Ich glaube, es war einfach so die Absurdität dieses Moments. Der Film ist absurd und zwar komplett. Mhm. Komplett. Ich meine, er gibt sich halt irgendwie so den Anschein, zumindest am Anfang, als wolle er so etwas sein wie, ja, so eine Frauen in Nöte Geschichte, irgendwo zwischen 50er Jahre moralinsaurer Aufklärungsfilm und 70er Exploitation, aber er driftet halt ab in einen Drogenrausch, möchte ich es fast nennen, weil ich will gar nicht wissen, was die da alles eingeschmissen haben, um diesen Film zu drehen. Ja. Wirklich, wirklich erstaunlich. Ich mag ihn ganz gerne. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, es ist nicht mein Lieblings-John Waters-Film. Der da wäre? Ich glaube Pink Flamingos. Okay. Es gibt ja diese eine Szene, die legendäre Szene, über die komme ich nicht hinweg. Das ist irgendwie sowas. Das ist ein Moment, den ich dann auch gerne lieber vorspule und deswegen. Klar. Also Female Trouble hat eben diese Momente nicht, dieses wirklich komplett brutal transgressive, in dem ich denke, Aber er ist angenehm. Angenehm, unangenehm. Ja. Also ich glaube auch, ich denke, Female Trouble ist John Waters Versuch, dem Mainstream näher zu rücken. In irgendeiner Form. Er muss nicht mehr. Er muss nicht mehr so auf die Kacke hauen wie bei Pink Flamingos. um in irgendeiner... Genau. Das war unbeabsichtigt. er muss nicht mehr schocken, nur um zu schocken, damit man über seinen Film spricht. Hm. Das ist ein Vorteil, weil er sich eben auf eine Story beziehen kann, die sogar im Kern ernst genommen werden könnte. Mhm.
während er aber gleichzeitig transgressiv halt genug ist, um auch, sagen wir mal, das Nicht-Mainstream-Kino voranzubringen, während er dem Mainstream-Kino ins Gesicht spuckt. Ich kann verstehen, warum Female Trouble eben von vielen sehr geschätzt wird, weil er eben sehr viel leichter zugänglich ist als Pink Flamingos, aber noch nicht ganz so anbiedernd ist zu viel gesagt. Aber gefällig. Gefällig, danke. Das ist ein gutes Wort. Gefällig wie Polyester zum Beispiel. Ja. Ist ein maßgebliches Werk in John Waters Karriere. Das auf jeden Fall. Es ist jetzt, glaube ich, auch kürzlich geadelt worden mit der Veröffentlichung in der Criterion Edition. Das ist ja auch schon so eine Art Ritterschlag für im Heimkinobereich. Also, und da sind ja auch mittlerweile Waters-Filme ganz gut vertreten. Ja. Female Trouble aus dem Jahr 1974, der lieben Vollständigkeit halber jetzt auch nochmal in Gänze gesagt. Wir reden außerdem über Toby Hoopers The Texas Chain, Leerzeichen Saw Massacre, zu Deutsch Blutgericht in Texas. Ebenfalls. Toller Titel. Ja, ja. Aus dem Jahre 1974. Und damit einfach über zwei Filme, die wohl auch ganz bedeutsam in ihrem Erscheinungsjahr waren für das amerikanische Underground-Kino. Und ich glaube, ich habe die beiden mal in einen Topf geworfen, letztlich gedanklich, weil die eben beide Erwähnung fanden in einem Sachbuch über Toby Hooper, was ich kürzlich las. Das heißt Cinemaphagy on the Psychedelic Classical Form of Toby Hooper. Und da wurde so Toby Hoopers Texas Chainsaw Massacre in eine Linie gesteckt mit anderen Debütfilmen im Horror-transgressiven Genre-Bereich, wie auch immer, die allesamt von Regisseuren gemacht wurden, die danach blühende Karrieren hatten. Unter anderem eben John Waters mit Female Trouble. Also John Waters hatte auch davor schon eine Karriere, aber es hat, glaube ich, seine Karriere noch mal ein Stück weiter vorangetrieben. Und da im gleichen Zuge eben lamentiert, dass Toby Hooper eben keine besonders große Karriere beschieden war. Er hat dann so ein, zwei Hits gehabt und dann eigentlich so die letzten 30 Jahre seines Lebens versucht, noch mal an alte Erfolge anzuknüpfen. Und John Waters hat es ja spätestens durch, glaube ich, ist Polyester, was als Musical rausgekommen ist? Nee, Hairspray. Hairspray. Ich glaube, es spätestens durch das Broadway-Musical Hairspray so komplett saniert. Habe ich gelesen. Ja. Also, ich glaube, es hat mit allen Ablegern mittlerweile eine Milliarde Dollar eingespielt. Der Mann muss nicht mehr arbeiten und macht es irgendwie trotzdem. Mittlerweile eben weniger als Filmschaffender, wobei er wohl gerade irgendwas unterschrieben hat, damit er wieder mal einen neuen Film machen kann. Das fände ich jetzt irgendwie ganz nett. Also, sagen wir mal, mit A Dirty Shame aufzuhören, fände ich jetzt auch schon blöd. Also dann lieber doch nochmal was hinterher schieben. Aber er schreibt unglaublich viele Bücher, macht hier seine Stand-Up-Geschichten und hat jetzt auch gerade auf dem Walk of Fame hat er einen Stern bekommen und eine Ausstellung im Museum und hast du nicht gesehen. Also er ist schon sehr etabliert in, sagen wir mal, dem künstlerischen Bereich vom amerikanischen Kino. Mhm. Also vermutlich so wie, weiß ich, Leute wie Lynch oder sowas auch. Auch Texas Chainsaw Massacre ist etabliert und steht mittlerweile irgendwie zumindest als Kopie im New Yorker Museum of Modern Art. Wie gesagt, ein maßgeblicher Film. Aber zuerst reden wir über Female Trouble und die Eckdaten sind relativ schnell genannt, weil zumindest so hinter der Kamera, ne, Regie, Drehbuch, Produktion, Kamera, Schnitt, alles John Waters. Korrekt. Das macht's leicht. Ja. Und vor der Kamera auch bereits etabliertes Personal, das wir aus seinen anderen Filmen, die wir eben auch zum Teil schon besprochen haben, kennen. Also Divine, David Lockery, Mink Stole, Edith Massey, Mary Vivian Pierce, Cookie Müller natürlich. Ja, Susan Walsh. Hm, das sind sie alle. Ja. Die Dreamlanders, richtig? Die Dreamlanders, genau. Die mit denen John Waters in Baltimore regelmäßig gedreht hat, schon seine Kurzfilme, auch die etwas längeren Sachen, Mondo Trasher und Multiple Maniacs haben wir ja schon mal besprochen. Da waren die halt alle vor der Kamera und hinter der Kamera. Ne? David Lockery zum Beispiel hat Make-up gemacht und Frisuren. Ja. Deswegen finde ich es besonders komisch, dass er hier als Donald Dasher eben auch noch einen Friseur spielt. Die Inhaltsangabe geschrieben hat bei der UFDB Pierrot Le Fou. Und Pierrot Le Fou schreibt, die eigensinnige Göre, Divine, das ist auch eine interessante Beschreibung, aber gut, ja. Rennt am Weihnachtsabend davon, wird schwanger, verdingt sich erst als Prostituierte, wird dann kriminell und avanciert nach einem Säureattentat zur fetten Schönheitskönigin eines egozentrischen Modeschöpferpaares. Das sind Lockery und Pierce. Das mit dem neuen Star ihre Crime is Beauty-Maxime auslebt und am Ende die Protagonistin eiskalt auf den elektrischen Stuhl schickt. Na danke, das ist irgendwie komplett. Aber guckt ja John Waters Filme selten für die Handlung. Das ist richtig, wobei sie hier eben auch wirklich nicht uninteressant ist. Nee, überhaupt nicht. Also ich war erstmal davon überrascht, wie viel einfach Jahre die Handlung runterreißt, weil wir beginnen im Jahre 1960 und enden, glaube ich, in der damaligen Jetztzeit. Mhm. Ja.
Das ist schon schön. Korrekt. Ich meine, es ist halt auch an der Stelle völlig wurscht, dass Divine die junge, die mittlere und die alte Dawn spielt. Während sie immerhin ein kleines Mädchen für ihre Tochter gekriegt haben, während die 14-jährige Taffy von Mink Stole gespielt wird. Also Mink Stole ist ein Schatz, muss ich sagen. Ich glaube, jedes Mal, wenn sie in den Bildkader tritt, muss sie schon leicht kichern. Sie spielt jede Szene. Sie ist wirklich großartig. Ich liebe diese Frau, die ist echt toll. Ja. Was war dein erster Berührungspunkt mit Female Trouble? Ich hatte ja schon irgendwann mal erzählt, dass mein erster Berührungspunkt mit John Waters selber das eine Interview war, das er gegeben hat, ich glaube, zur Berlinale, ich weiß nicht mehr, welchen Film er da vorstellte, irgendeinen aus den End-80ern, frühen 90ern, also entweder war es Hairspray, Crybaby oder vermutlich Packer, aber auf jeden Fall großartig, sehr amüsanter Mensch, ich könnte ihn ja wirklich stundenlang einfach nur zuhören, wie er irgendwas erzählt, und da meinte er damals, dass er keine Finanzierung kriegen würde, weil Hollywood der Meinung ist, dass man sich dem wohlfühlen sollte, und das passiert einfach in seinen Sicht. Und ich fand das toll, ich fand das einfach echt lustig und ganz, ganz, ganz klasse. Und als ich dann irgendwann Crybaby sah, habe ich auch verstanden, was er wohl meinte, so halbwegs zumindest. Und ich habe immer wieder von ihm gehört, natürlich, sagen wir mal, der notorische Ruf von Pink Flamingos eilte ihm voraus. Und irgendwann habe ich halt den Versuch unternommen, wirklich alle Filme von ihm in irgendeiner Form zu sehen. Große Hilfe dabei war das Videodrom in Berlin, die ganz, ganz viel davon auf Video beziehungsweise auch schon auf DVD hatten. Und da bin ich dann einfach wirklich je nach Verfügbarkeit durchgegangen. Und dann war eben irgendwann Female Trouble halt mit dabei. Es gab halt so eine wirklich hübsche Box von Newland Video oder Newland Cinema. Ich glaube, mittlerweile auch vergriffen und mit Sammlerpreisen gehandelt. Ich bin auch relativ dankbar dafür, dass sich so die, ich wollte gerade sagen, Criterion Collection erbarmt hat, seine Filme zu veröffentlichen neu. Aber ist ja gar nicht so. Er hat es ja verdient. Ja, Very Crudely Yours hieß die, stimmt, die Box. Die, ja. war toll, ja. Es gab jetzt nämlich einfach ein paar Jahre lang, vor allem jetzt über lange Strecken des HD-Zeitalters, einfach ein Problem mit der Verfügbarkeit seiner Filme. Und bin jetzt einfach sehr, sehr dankbar dafür, dass die alle wieder so greifbar sind. Absolut. So auch dieser. Also ich habe den ja auch wirklich in einer wundervollen HD-Fassung gesehen. Ich auch, ja. Die fantastisch aussieht. Ja, wirklich. Erstaunlich, ne? Also klar, so ein bisschen näher einfach grobschlächtig, was der, glaube ich, der Machart ist. Das Filmkorn, ich liebe Filmkorn, ganz viel Filmkorn. Rausch, rausch, genau, rausch. Aber ja, es sieht wirklich ganz, ganz toll aus. Ich glaube, das wird sich auch hier heute wie Rotz am Ärmel durch den Abend ziehen, dass wir so Debütfilme oder Low-Budget-Filme, die eben riesen Erfolg hatten, bereden, die eben in einer irrsinnig großartigen Darstellungsform jetzt vorliegen. Es hätte ja wirklich niemand geglaubt, ja. Ja, ich würde jetzt auch gerne eine spannende Origin-Story teilen zu Female Trouble, aber ich habe keine. Tatsächlich, weil ich den Film vor einer Woche zum ersten Mal gesehen habe und ich ehrlich gesagt mit ein bisschen mit meinem obligatorischen Vorbehalt gegenüber John Waters, weil ich bin nicht ein ganz so großer Fan und ich habe immer vor jedem John Waters-Film aus Neue das Bedenken, er könnte mir nicht gefallen, weil er mir zu ätzend ist, zu sarkastisch, vielleicht sogar zu zynisch oder nihilistisch. Ja. Und aber so auf halber Strecke merke ich dann, Waters, ja klar, ist sarkastisch und er ist ätzend und er ist irgendwie auch gemein und will schockieren. Vielleicht nicht mehr ganz so wie in der Pink Flamingo, ist aber immer noch ausreichend. Aber er ist auch niemals gehässig. Richtig, also er mag eben seine Figuren. Und das versöhnt mich dann immer so spätestens auf halber Strecke mit dem Ganzen. Also egal wie verrückt und furchtbar es wird und wie unsympathisch diese ganzen schrecklichen Menschen sind auf der Leinwand. Und die sind ja eh fast außerhalb so schrecklich. Oh ja. Ich merke eben auf eine ganz besondere Art und Weise hat Waters die gerne. Vermute ich zumindest. Doch, ich denke auch, ja. Irgendwie, ich glaube auch immer, das hatten wir ja schon mal bei Multiple Maniacs, da ist es dann, glaube ich, auch wenig subtil. Ich glaube, seine Feindbilder sind eben nicht die Außenseiter, sind eben nicht die Freaks und die Weirdos, sondern es sind eben die Normalos, die Stinos, wie wir früher gesagt haben, die stinknormalen. Die Stinos, achso. Genau, die so tun, als ob und so und die... Da setzt er halt an, da hat er Kommentare und das ist so interessant, dass er eben gleichzeitig, eben, es gelingt ihm halt irgendwie die schrillsten Figuren in den seltsamsten Situationen zu zeigen, aber ihnen immer ihre Würde zu lassen. Ja.
Das, ja, aber das ist eine echte Kunst. Ja, na klar, ne? Weil sie innerhalb des Mikrokosmos, innerhalb dessen sie sich bewegen, natürlich auch funktionieren und akzeptiert werden. Ne? Richtig, ja. Er zeigt nicht mit dem Finger, sondern er lässt dann halt Divine in diesem Leopardenkleidchen mit hochtopierten Haaren und wieder über die Baltimorer Straßen tänzeln und man weiß nicht, ob da bei der Aufnahme Musik lief oder nicht, oder definitiv sind die Leute, die Divine auf der Straße trifft, nicht Teil des Films. Das die gucken nämlich komisch. Aber es ist die Grandezza quasi dieser Szene ist ergreifend geradezu. Ja, ja. Ich hatte auch viel Spaß daran. Also ich muss sagen, gerade in den frühen Szenen des Films war ich verwundert darüber, wie im weitesten Sinne attraktiv Divine rüberkommen kann. Also durchaus überzeugend als junge Frau, also als Highschool-Schülerin. Mhm. Und ich möchte nicht sagen, sie taugt als Sympathieträger, aber es ist natürlich, das Letzte, was ich von ihr noch im Kopf habe, war eben Pink Flamingos und da sieht sie eben optisch mal ganz, ganz anders aus. Ja. Und hier doch schafft es irgendwie um die 30-jährige Divine, er hat sich immer als er genannt. Ja, richtig, zu überzeugen als Highschool-Schülerin und ich denke mir, ja, doch, irgendwie, das geht, ich kann, das ist relatable, ich kann irgendwie einen Bezug zu der herstellen und dann eben immer weniger, weil ihre Figur immer in abgründigere Untiefen reinstürzt. Aber absolut. Es beginnt ja relativ, also ich muss sagen, der Film macht es einem relativ leichter einzusteigen, weil es ist ein softer Einstieg so in den Abgrund. Absolut, absolut. Ja, genau. Denken wir an Pink Flamingos, dass der mehr oder weniger damit anfängt, dass Edith Massey halb nackt im Laufstall sitzt und nach Eiern schreit. Ne? Also das haben wir halt hier nicht. Ne? Natürlich, klar, wir haben diese Gesichtsfünfen, halt hier Cookie Müller und Susan Walsh und Divine mit diesen Perücken, die halt, sagen wir mal, einen sehr, 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 sehr typischen Stil halt wiedergeben, aber es irgendwie noch auf die Spitze treiben, die sich halt auch so richtig schön Juvenile Delinquent-mäßig benehmen und den ganzen Schulbetrieb ad absurdum führen. Und man könnte sich vorstellen, dass das eben, wenn das eben nicht von diesen Leuten gespielt werden würde und auf die Art und Weise gedreht wäre, könnte das eben wirklich so ein ganz klassischer Drive-in-Kinofilm sein aus den 50ern halt. Ja, oder halt 60ern. Und das ist schon, das ist, ja, es funktioniert halt. Genauso auch die gesamte Szene, wenn sie sich da eben gegen ihre Eltern auflehnt. Ja, nochmal, es bleibt. Dawn ist eben von Anfang an keine sympathische Figur. Nein, nein. Es ist halt so faszinierend, wie er es aber trotzdem schafft, dass ich als Zuschauer da dranbleiben möchte. Dass ich gerne wissen möchte, was passiert dann eben tatsächlich mit Dawn und eben und wie schlägt sie sich halt durch das Leben und all das. Und das hast du ja schon ganz richtig gesagt, er zieht einen dann eben so rein und macht einen quasi ein bisschen zum Mitverschwörer, dass man wirklich die hanebüchensten Sachen, die dann gegen Ende des Films passieren, auch eben einfach noch mitträgt. Ja, ja. Also ich glaube, ich habe diese Szene zu Beginn gebraucht, um mich ein bisschen einfach mit Divines Figur anzufreunden. Ich glaube, ich hätte mich sehr viel schwerer mit dem Film getan, wenn wir ungefähr eine Minute 10, 15 eingestiegen wären und sie hat gerade das Baby zur Welt gebracht, was ihr von diesem Herren in sie reingeschossen wurde. Ich weiß nicht, wie ich es anders nennen soll. Also sie hat irgendwie diese Begegnung mit dem Autofahrer und ja, das ist dann eben der Daddy von Taffy und es beginnt eben damit, dass sie, also dieser Abschnitt des Films mit der Geburt des Kindes, dem sie dann die Nabelschnur durchbeißt und ich dachte, also hätte der Film damit begonnen, ich hätte mich sehr viel schwerer damit getan. Aber diese Anfangs, diese Szenen, die wirken so sympathisch, weil sie auch irgendwie auf eine ganz abstrakte Art und Weise, also ganz weit weg von meiner Realität und trotzdem irgendwie nachvollziehbar für mich, dieses irgendwie Genervtsein von Lehrern und ich will dort gerne irgendwie mein Meatball-Sandwich essen im Unterricht und ach du Scheiße, Weihnachtsharmonie mit den Eltern funktioniert doch eh niemals und eigentlich will sie nur die Cha-Cha-Schuhe, die ich mir nie gewünscht habe, ich verstehe das nicht, das zu bekommen, was man will und einfach in diesem Alter zu sein, wenn man so aufrührerisch ist und auch das Gefühl hat, die Welt versteht einen nicht. Also da konnte ich einfach ein bisschen Gefühl für ihre Figur entwickeln oder Sympathie und habe deswegen, glaube ich, auch im späteren Teil des Films dann relativ viel verzeihen können. Zudem ist sie auch noch von Figuren umgeben, die meist noch unsympathischer sind als sie. Mhm. Aber sie ist eben, also die traurige Tat oder die Tatsache bleibt eben einfach, sie ist komplett furchtbar. Sie ist eine unerträgliche Person. Ich finde es natürlich erstmal großartig, dass die Sexszene
quasi ja zwischen Divine und Divine stattfindet. Ja, ja, es ist ja. Weil eben Earl, der Vater von Taffy, eben ja auch von Harris Glenn Milstead gespielt wird, alias Divine. Ja. Und es ist die Idee allein ist schon so herrlich perfide. Und auch so schön eklig. Also einfach, da geht Waters schon ganz schön in die Vollen, weil eben Earl ist wirklich widerwärtig und seinen Shitstains in der Unterhose und allem und ja, nee, blech. Und es ist ja nicht einfach nur eine Sexszene. Also einfach nicht nur rumgepimpert in der Missionarstellung, sondern irgendwie ne, alles dabei, Edith und so. Ja. Also einmal ausgelutscht, ausgeleckt von sich selber. Also schon sehr ein Kunstwerk der Filmmontage da dazu. Ja, in der Tat. Ja, es ist großartig. Ich finde natürlich toll, ich meine, also erstens, Divine kann eben auch ganz hervorragend eklige Männer spielen. Ja. Durfte ja dann auch nochmal ja später ein Hairspray machen. Aber ich finde es eben auch, also Divine war ein guter Schauspieler tatsächlich. Ich denke also, auch, ja. Wenn man, also eben neben der schrillen Figur Divine, mit der späteren 80er Pop-Karriere und allem, wenn man sich mal anguckt, eben als geradezu, also ich meine, dem Namen entsprechend Megastar des Filth. In Pink Flamingos, hier eben als Juvenile Delinquent. Ich benutze heute sehr viele englische Wörter, es tut mir ein bisschen leid, aber es fällt mir in dem Zusammenhang etwas schwer, das anders zu beschreiben. Und dann denken wir mal an Polyester, wo er dann eben diese verzweifelte Hausfrau gibt mit Alkoholproblemen und diesem komischen Riechfetisch. Es ist eine erstaunlich große Bandbreite eben tatsächlich. Dafür, dass er eben eine sehr übergewichtige Drag Queen war. Ne? Also. Ich weiß, ich möchte es ja auch nicht, irgendwann muss aber Schluss sein mit der Lobhudelei auf die Divine, aber tatsächlich ja, sie mit ihr steht und fällt dieser Film, auch mit dem ganzen anderen Ensemble, du hast ja natürlich vollkommen recht, ich meine, Ming Stoll steht jede Szene, in der sie ist, sie ist einfach so in ihrer gnadenlos überspitzten, schrillen Art, einfach jemand, die ja für tausend einen Lacher sorgt, wirklich, wirklich großartig, aber Divine ist irgendwo das Herz und deswegen, also ich komme da auch nicht so richtig mit meinen Gefühlen zurande, weil ich die ganze Zeit einfach gleichzeitig angeekelt von ihr bin und eben trotzdem will, dass sie irgendwie da rauskommt aus dieser Nummer, weil ihr eben auch übel mitgespielt wird. Und in dem Moment, in dem eben die Dashers schon auftauchen, also Donald und Donna Dasher, David Lockery, Mary Vivian Pierce, denke ich mir so, oh Gott, nein, weg, nimm deine Beine in die Hand und lauf. Ja. Ich fühle mich von dem Film quasi in Geiselhaft genommen, zwischenzeitlich. Ja. Und das ist ganz mies und irgendwie dann doch wieder großartig, was John Waters hier macht. Ja. Es wird niemals langweilig. Auch das ist immer so eine Befürchtung, gerade bei den etwas episodenhaft angelegten John Waters-Filmen, die eben mehr so einen Rhythmus einer Sketch-Parade haben, als den eines dramaturgisch schlüssigen, abendfüllenden Spielfilms. Immer so ein bisschen auch meine Sorge, na, wie lange hält er das durch? Wann steige ich aus? Wann denke ich mir so, ja, jetzt noch? Aber ich bin voll dabei bis zum Ende des Films. Irgendwie ist es dann doch alles so, ich glaube, ja, wie gesagt, Divine so als wandelnder roter Faden. Ja, binde Mittel quasi. Aber du hast natürlich auch völlig recht, die sind halt großartig. David Lockery ist fantastisch. Ich meine, er ist auch in den anderen Filmen von John Waters ganz, ganz hervorragend. Er ist leider deutlich zu früh von uns gegangen. Aber ich glaube, hier als Donald Dasher ist er eben super charismatisch und nicht nur einfach widerlich, wie halt in Pink Flamingos zum Beispiel, mit an Schniedel gebundene Salami und sowas. Wenn er nicht eben auch so auf den Punkt spielen würde und diese Rolle so verinnerlicht hätte von diesem snobistischen Kunst-Heini Friseur, ich glaube, dann würde es auch gar nicht so wahnsinnig gut funktionieren. Ich meine, Mary Vivian Pierce zum Beispiel, die ich glaube, die Freundin von Divines Sohn gespielt hat in Pink Flamingos, gibt ja hier nun die Frau von David Lockery, was Ming Stoll in Pink Flamingos gemacht hat. Und ich habe so das Gefühl, sie macht eigentlich auch nur das, was eben Ming Stoll gemacht hat in dem Film davor, nur nicht so gut. Mhm. Ich mag sie, ich mag Donna Dasher eigentlich ganz gerne. Also sie ist nicht schlecht, aber sie ist eben keine große Schauspielerin in dem, was sie da tut. Aber ihre Figur ist hilfreich für den Film und für die Szenen und wenn es dann eben um dieses Angewiderte von all dem
armen und nicht glamourösen Pack, was von ihr, weil sie die Haare geschnitten kriegen will und so. Das ist, also nochmal, es passt schon alles ganz gut, aber es ist eine Rolle. Ja. Und John Waters brauchte die Rolle und seine Kumpelina hat sie halt ausgefüllt. Bei David Lockery ist was anderes. Ich habe so das Gefühl, der lebt das da gerade. Ja, und das ist schon, das macht mir halt auch viel, viel Freude, wenn er dann da mit seiner Kamera rumknipst, während Divine dann irgendwie die Verbände abnimmt und so eine Sachen. Und es ist toll. Ich sehe ihn halt unglaublich, unglaublich gerne. Ich muss sagen, ich gebe dir auch da an der Stelle völlig recht, dass der Film nicht langweilig wird. Aber es gibt so einen Moment, der so in der Mitte des Films kommt, bei dem ich irgendwie denke, ja, jetzt hätte ich gerne mal langsam einen Punkt. Also jetzt würde ich gerne mal wissen, warum machen wir das hier eigentlich alles? Weil der Anfang ist stark. Dieses junges Mädchen brennt von zu Hause durch und muss sich dann irgendwie durchschlagen. Das funktioniert ganz hervorragend. Da merkt man halt einfach, dass John Waters eine echte Liebe hat für dieses Genre, das er vermutlich selber als Teenager viel gesehen hat im Autokino halt. Ne? Ja. Und das bringt er eben auf Celluloid hier. Und dann haben wir aber diesen ganzen Moment, wenn Divine eben hier mit Gator zusammenkommt, der Friseur ist von Donald Dashers Friseursalon. Der Film verliert mich nicht, das ist nicht wahr. Ich habe aber so das Gefühl, okay, jetzt willst du dich irgendwie ein bisschen lustig machen über so einen unnötigen Hype, so einen Style-Hype. Ja, okay. Finde ich nicht abendfüllend, aber ja, ist okay. Ich verstehe, was du meinst. Ist in Ordnung. Warum? Warum sehe ich das jetzt alles? Und dann kriegen wir halt ein paar. Ich meine, Edith Massey ist klasse. Ich mag sie wahnsinnig gerne. Und sie hat irgendwie halt echt ein paar coole Sprüche halt in dem Film drauf. Aber dass sie eben irgendwie ihren Sohn Gator, nee, Tante, er ist ihr Neffe, ihren Neffen irgendwie dazu überreden will, schwul zu werden und weil er doch Friseur ist, das führt nirgendwo hin. Die Beweggründe dafür habe ich auch nicht ganz verstanden, muss ich sagen. Es ist mir unklar geblieben. Aber ich glaube, wir haben drei Dialogszenen zwischen ihr und eben Gator, also Edith Massey und Michael Potter heißt der Schauspieler, den ich auch nirgendwo anders jemals nochmal gesehen habe. Nö. Und woher die kommen, warum sie ihn so wirklich mit großem Nachdruck versucht, quasi seinem Berufsstand auch in puncto sexuelle Orientierung gerecht zu werden, ihrer Meinung nach, weil es gehört sich eben so, finde ich auch ein bisschen merkwürdig. Also gerade aus der Feder eines schwulen Mannes kommt, der sich wahrscheinlich an vielen Stellen in seinem Leben, beruflichem wie privaten Leben, gegen solche Vorurteile irgendwie zur Wehr setzen muss. Na gut. Ja, vielleicht wollte er die Vorurteile irgendwie auch auf den Kopf stellen oder sowas. Oder hat einfach so gesellschaftspolitisch auch nichts zu sagen oder will nichts sagen, weil ich glaube, so als, sagen wir mal, so Sozialsatire, was ja durchaus auch, ich finde, einige spätere Stoffe von Waters ganz gut machen, ohne jetzt den kompletten Überblick zu haben und das alles noch so komplett präsent zu haben, weil ich habe auch vieles davon lange, viele Jahre nicht gesehen. Ich habe das Gefühl, da taugt Female Trouble relativ wenig. Es ist für mich eine wirklich gelungene Parodie eben auf diese Juvenile Delinquent-Filme aus den 40er, 50er Jahren. Jungs hinter Gitter, Mädels hinter Gittern, Mädels auf der Flucht, Jungs auf der Flucht, wie auch immer. Passt für mich alles ganz gut. Aber ich glaube, so über aktuelle gesellschaftliche Umstände oder Nöte oder Bedürfnisse oder wie auch immer, das Jahr ist 1974 in Baltimore oder in den USA, hat der Film relativ wenig zu sagen. Will er ja aber auch gar nicht. Nein, ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich da so hundertprozentig mitgehe, aber ich verstehe, was du meinst. Ich glaube, es ist sehr speziell, weil ich habe so den Eindruck, dass die Wahl des Genres mag eben aus Waters eigener Liebe zum Genre stammen. Und ich meine, Russ Meyer zum Beispiel hat ja auch viel in diesem Bereich gearbeitet. Ja. Diese moralinsauren Filmchen, die immer mit dem erhobenen Zeigefinger daherkommen, aber eigentlich nur dazu da sind, um ehrlicherweise ein paar Möpse zu zeigen. Ich glaube, da rekurriert er drauf. Ich glaube aber, wenn Female Trouble eine Aussage hat über dieses ich möchte was auch mal machen hinaus, dann ist es, glaube ich, wirklich im Kunstbetrieb. Weil ich habe so den Eindruck, und ich habe jetzt einige Bücher von Waters gelesen, und eben auch wenn ich das eben auch so vergleiche, so mit späteren Sachen wie zum Beispiel Packer, den ich ja vorhin auch erwähnt habe, oder auch Cecil B. DeMented. Ich glaube, er schwimmt
häufig sehr im eigenen Saft. Das ist jetzt nichts Schlimmes, aber es ist eben auch was sehr Spezielles. Das führt eben dazu, dass er eben Dinge für sehr groß und sehr allgemeingültig hält, die eigentlich nur ihn selber betreffen. Mhm. Kevin Smith ist übrigens auch einer von der Sorte. Und das ist eben... Ah, ne, also, kein speichelhafter also, Vergleich, ja. Zumindest auf der ja. Ebene. So dieses Kevin Smith, der irgendwie viel Erfolg hat mit seinen Podcasts, also lässt da irgendwie den Helden seines Films, über den wir auch schon gesprochen haben, Tusk, ein erfolgreicher Podcaster sein. Ja. Und ich irgendwie denke, hä? Okay, na gut. Ist das, was du kennst. Und hier ist es bei Waters ähnlich. Ich glaube ja, dass er eigentlich eben, also ich habe mal irgendwann gehört, dass er sich darüber ein bisschen, naja, traurig ist vielleicht auch zu viel gesagt, aber ich glaube, er hat sich immer gewünscht, dass seine Filme halt genauso wahrgenommen werden wie eben diese B-Movies, die halt in Autokinos liefen. Ja, wirklich. Ja, dann aber, hat er aber den falschen Film gemacht, in diesem Fall. Ich glaube, er bedauert so ein kleines bisschen, dass seine Filme eben als Satire wahrgenommen wurden, beziehungsweise eben vom Kunst, also auch künstlerisch verständnisvollen Publikum aufgenommen wurde. Mhm. Also diese Greenwich Village Klientel in New York und so. Ja. Die halt so beim Champagner schlürfen halt irgendwie sich über die Hundekot-Szene unterhalten und so. Mhm. Ja. Und ich glaube nicht, dass das wirklich das ist, was er da wollte, sondern ich denke schon, dass halt eine, dass wenn er da eben satirischen Ansatz hat, dann ist es eben genau in dieser Überbewertung von Kunst. Ja. Und das, also praktisch das, was die Dashers halt mit Dawn machen. Es ist schon Kunst. Es ist für mich eindeutig Kunst. Ich glaube, genauso wie bei Texas Chainsaw, über den wir gleich sprechen, stellt sich für mich hier gar nicht die Frage, ist das irgendwie einfach, ist das ein B-Movie mit mäßig viel Talent inszeniert und dargeboten? Oder ist es echt irgendwie, das sind so Fragen, die stellen wir uns wahrscheinlich schon seit 12 Jahren nicht mehr. Aber ich glaube, andere Menschen stellen sich die durchaus. So von wegen, was hat das zu suchen bei einem Label wie Criterion? Wie so lange Texas Chainsaw Massacre im Museum of Modern Art. Ja. Mir hat sich die Frage nie gestellt, weil das ist hier schon eindeutig abstrakte, absurde, surreale Kunst, die wir hier sehen. Ja, weil er sich ja tatsächlich so normalen Mechanismen des Erzählkinos an jeder sich nur bietenden Stelle widersetzt. Er nimmt zwar ein Erzählgerüst, das bereits etabliert ist, aber nur um komplett sein eigenes idiosynkratisches Ding zu machen. Und der Film hält auch immer wieder inne, um uns Szenen zu bieten, die so entkoppelt sind vom Rest der Handlung und in ihrer kompletten, Beliebigkeit eigentlich keinen Platz haben sollten in diesem Film. Wir haben zum Beispiel mittendrin so ein Skit darüber, wie Taffy, also Minks Doll, Autounfall spielt in der Wohnung. Ja. Und das Erwartbare wäre jetzt, dass Divine, ihre Mutter, reinkommt und sagt, bist du bescheuert, warum spielst du Autounfall? Stattdessen sagt sie, ich habe dir schon 1000 Mal gesagt, du sollst Autounfall draußen spielen. Ja. Und also an jeder sich nur bieten, und nicht nur jeder, aber wieder regelmäßig, und das macht den Film eben auch bis zum bitteren Ende so unterhaltsam, untergräbt John Waters so die Erwartungen, die wir haben an das, was wir, glaube ich, insgeheim erhoffen, nämlich, dass der Film wieder so eine Kurve kriegt, vielleicht auch inhaltlich, dramaturgisch, bei der wir sagen können, ach so, ja klar, dahin geht das. Mhm. Und das ist schon sehr cool, weil ich meine, das, was zwischendrin passiert, ist ja auch wiederum etwas, was wir so oder so ähnlich aus Filmen dieser Art kennen, dieses Säureattentat, ne, diese quasi so zur Halbzeit des Films so und jetzt beginnt ein neues Kapitel und jetzt muss sie sich quasi wieder so aus dem Nichts erheben und irgendwie ab zur Sonne. Und selbst das geht irgendwie so vollkommen vor die Hunde und endet mit ihr, mit Divine auf dem elektrischen Stuhl, also mit Dawn Davenport. Und das ist schon Kunst, ehrlich gesagt. Also da kann ich mir auch gut vorstellen, dass eben diese New Yorker Klientel, die du gerade beschreibst, ne, da sitzt und sich in gegenseitiger Anerkennung auf die Schulter klopft und sagt so, ja, ich weiß genau, was der da macht. Ja, natürlich. Ich denke, das war vor 50 Jahren auch nicht anders als heute. Nee, ich glaube, er macht es aber aus so einer grundsätzlichen Ehrlichkeit und Überzeugung heraus. Und das macht den Film eben so angenehm unzynisch und cool zu gucken. Man hat niemals das Gefühl, es sei prätentiös irgendwas, was hier läuft. Das ist richtig, genau. Also zynisch ist er irgendwie auch schon mal gar nicht, auch wenn er eben, wie soll ich sagen, also gerade Mink Stoltz Figur muss ganz schön leiden. Taffy kriegt's echt von allen Seiten. I've given her all my love, sagt schon die Wein. Während sie, glaube ich, angekettet ist in ihrem Kinderbett. Ja, es ist nicht schön. Ich frage, also ich meine, was, immer die Tatsache, dass Mink Stoltz eben auch schon, sagen wir mal, 3 Tage älter ist als
die 14, die sie da sein soll. Ich habe mich schon so ein bisschen gefragt, ob das so ein bisschen an Whatever Happened to Baby Jane anknüpfen sollte vielleicht. Ja. Und ganz ehrlich, war mein aller meiner ersten Gedanken war, diese ganze Konstellation mit Dawn als Mutter und Taffy als Tochter erinnerte mich ganz, ganz stark an Mummy Dearest. Ja, sehr schön. Aber der ist 7 Jahre später rausgekommen. Ja, über den wir auch mal sprechen können, glaube ich. Sollten wir auf jeden Fall machen, ja. Ja, warum nicht? Ich mag die Bezüge tatsächlich. Natürlich, klar. Ja. Also ja, irgendwie so, ja, ein bisschen hat man tatsächlich Betty Davis im weißen Nachthemd da so vor Augen. Ja, ne? Und weil Taffy eben auch die ganze Zeit so mit dem das Kleid so rumknotet und so. Und, ja, aber auch die Figur, die Edith Messe hier spielt, ist ja auch tatsächlich so, schlägt ja in dieselbe Kerbe. Auch sie benimmt sich den Großteil des Films wie eine Sechsjährige. Eine unerzogene Sechsjährige. Ja, das ist wohl wahr, ja. Und sie landet schon wieder im Käfig. Ja, zwar nicht im Laufstall, aber im großen Wellensittich-Käfig. Mit einem Haken als Hand. Ja. Absurd. Absurdes Zeug. Es ist ganz wundervoll. Es ist wundervoll. Ich glaube, mich verliert der Film tatsächlich so ein bisschen in der letzten Viertelstunde. Da sind so zwei Momente drin. Ich glaube, diese ganze Trampolin-Nummer, ich weiß, warum die da ist. Ich glaube einfach, weil die, wie du bereits angedeutet hast, wahrscheinlich sehr, sehr viel genommen haben am Set und irgendwie auch sehr viel Spaß hatten einfach. Aber es wirkt so ein bisschen selbstverliebt, was merkwürdig ist in einem Film, der sich im Grunde um einen hoffnungslosen Narzissten dreht. Aber natürlich, ja. Ich fand es ein bisschen langatmig. Wobei tatsächlich Bravo, Chapeau an die Wein, dass sie irgendwie so hart trainiert hat, um diese Salty da zu schlagen auf dem Trampolin. Ich meine, das sieht ohne dabei die Pocke zu verlieren. Genau, und sieht auch nicht ungefährlich aus. Aber ich glaube, da wird er so ein bisschen auch, da kommentiert er für mich so ein bisschen zu viel, wohingegen er bis dahin, glaube ich, sich sehr, sehr verweigert hat, irgendwie so eine Botschaft zu haben. Und dann kommen eben Dialog Zahlen wie Who Wants to Die for Art. Ja, und ich denke mir, ja, das ist so. Heavy-handed. Ja. Gegen Ende gibt es halt noch tatsächlich, ich stimme dir übrigens völlig zu. Also ich habe auch so das Gefühl, jetzt muss der langsam zum Ende kommen, weil er wollte ja eigentlich noch das Frauen-hinter-Gitter-Ding bringen, was er dann auch noch reinbaut. Ja. Aber was ich noch erwähnen wollte, also diese Liquid-Eyeliner-Geschichte fand ich tatsächlich noch ganz lustig. Weil wir ja eben hier in diesem Beauty-Parlor sind, schießen sie sich eben nicht Heroin in die Venen, sondern halt Liquid-Eyeliner, was ich ziemlich großartig finde als Idee. Und einer meiner persönlichen Lieblingszitate, auch von David Lockery, ist, wo er sagt, so wie Vorsicht, I sue and bruise easily. Ich fand, das fasst seine ganze Figur sehr, sehr schön zusammen. Und dann. Der Film hat wirklich Dutzende dieser wirklich wunderschönen Momente, die ich nicht mehr missen möchte. Also ich werde auch viele, viele davon mit in die in mein zukünftiges Leben nehmen tatsächlich, weil ich sie nicht vergessen kann. Also die von dir erwähnten, aber auch der Moment, in dem die Wein, ich glaube auch weitgehend unkommentiert in diesem kleinen Mascara-Pinsel dabei ist und ihn dann aufisst. Ja, ja. Ja, sie sagt nur, ach, guck mal, ein kleiner Mascara-Pinsel. Und dann isst sie ihn einfach auf. Oder dieser eine Moment, also ich meine, Taffy ist ja auch wirklich keine nette Person, also die Vines, Dawns Tochter. Aber ich muss sagen, auch ihre, ein bisschen Leid hat sie mir dann doch, in dem Moment, in dem sie tatsächlich so Zuflucht bei ihrem Vater sucht, auch gespielt von Divine, und dann Papa nichts Besseres zu tun hat, als eben seinen Pimmel rauszuholen und auf seine eigene Tochter zu kotzen. Ja. Ich dachte, der Film sei, also der beginnt ja recht nett, wie gesagt. Also nicht nett, aber sagen wir mal so, dass ich ihn mir auch vorstellen könnte, abzüglich von ein, zwei Dialogzeilen, den auch zusammen mit meinem 11-jährigen Sohn zu gucken. Ja. Aber irgendwann dann eben nicht mehr. Ich glaube, spätestens auch bei dem Make-up für Divines Two-Face-Wandel, das ist auch nicht sehr, sehr, ist nicht schön. Ja. ich fand die Wandlung von Taffy zum Hare Krishna irgendwie seltsam. Ich dachte, wo kommt das jetzt auf einmal her? Aber es war sehr, sehr, sehr angesagt in den Mid-70ern. Ja. Allerdings, dafür musste ich dann auch wieder sehr, sehr lachen, wenn Dawn sie dann erwürgt, weil das sah ehrlicherweise eher aus wie bei, weiß ich, Tom und Jerry oder sowas. Also sagen wir mal, gerade auch was, eine Sache wollte ich noch ganz gerne erwähnt haben im Zusammenhang mit Female Trouble, und zwar der ganze Schlussakkord mit der Gerichtsverhandlung und eben wie ein Frauen hinter Gitter Teil und dann eben auf einem elektrischen Stuhl. Das ist, glaube ich, tatsächlich, das passt zum Film. Das funktioniert alles ganz gut. Ich glaube, das,
das ist auch mal die direkteste Linie vom Anfang des Films zum Ende. Ich glaube, es sollte nicht unerwähnt bleiben, dass dieser Teil natürlich auch ganz stark davon inspiriert ist, dass sich John Waters eben sehr für Gerichtsdramen interessiert und für True Crime und all das und sich sehr also etliche Male mit den Manson-Familienleuten im Gefängnis getroffen hat und eben auch seit Jahren dafür plädiert, ich weiß gar nicht wen, aus der Haft zu entlassen. Nicht Tex Watson tatsächlich, der ihm wohl das Spielzeug geschenkt hat, das man am Anfang bei den Credits sieht. Ja. Aber ich weiß nicht mehr, welche Manson-Dame er regelmäßig bei den Anhörungen zur, wie sagt man denn? Vorzeitigen Haftentlassung? Begnadigung? Parole? Ach so. Bewährungsanhörung? Ja, genau. Ja. Ja, wir und das amerikanische Rechtssystem. Ich weiß, was du meinst und ich glaube, die Menschen, die uns zuhören, auch, ja. Ja. Ja, ich habe das zur Kenntnis genommen tatsächlich und mich dazu entschieden, mündlich keine weiteren Gedanken darüber zu machen, weil ich halte dieses, sagen wir mal so, diese Affinität von Waters für ein bisschen problematisch. Also nicht sein grundsätzliches Interesse, aber sich für solche Leute einzusetzen. Aber das liegt auch nur einfach daran, dass ich nicht genau weiß, was diese Menschen so im Einzelnen verbrochen haben. Ja. Da gibt es auch sicher mehr oder weniger in Gänsefüßchen schuldige Personen in diesem Kult. Also und vielleicht hat ja auch die Person, für die er sich stark macht, wirklich nichts Schlimmes getan. Ja. Ich weiß es nicht. Der Song geht auf jeden Fall auch nicht aus dem Kopf. Ja, das ist, danke, dass du das nochmal erwähnt. Ja, das ist von Divine selber gesungen, basierend auf irgendeinem anderen textlosen Jazz-Song. Ja. Sehr, sehr cool, sehr Exploitation, fast schon Blaxploitation. Mhm. Das Ding ist ziemlich cool, ja, ja. Ich mag Female Trouble. Ich mag Female Trouble auf jeden Fall deutlich lieber als den Nachfolger Desperate Living. Mhm. Aber ich mag ihn nicht so gerne wie Polyester, Crybaby, Serial Mom, über die wir alle schon gesprochen haben. Mhm. Ich glaube, ich finde sogar Hairspray besser. Oh. Ich glaube, ich mag ihn lieber als Multiple Maniacs und vermutlich mehr als halt seine letzten drei Filme, also Pecker, Cecil B. Demented und The Dirty Shame. Ja. Womit wir das Daniels John Waters Ranking komplett hätten. Ich glaube, das waren auch all seine Filme, oder? Ja. Wie halt Mondo Trasho, Pink Flamingos. Ja. Pink Flamingos sowieso unantastbar. Sagen wichtige Kulturwissenschaftler. Genau. Die würden mir auch beipflichten, wenn ich sage, Alina Fox hat die Kulturwelt bereichert um eine wunderbare Comicbuchreihe, zu der du sicher jetzt noch ein, zwei, drei Sätze loswerden kannst. Das hast du aber ganz, das finde ich aber, ich bin ja gerade zu Dank verpflichtet, für diese wundervolle Überleitung zu meiner Comicreihe Alina Fox, die man auf alinafox.de bestellen kann. Und da ist jetzt auch noch was Neues dazugekommen, denn seit genau dieser Woche gibt es meine Neuauflage, remasterte Fassung des Heftes Nummer 3. Komplett neu gezeichnet mit einigen Story-Wendungen und die komplett so noch nie gesehen wurden. Neuem Text, neuer Farbe und sowieso alles neu macht der Mai. Ich persönlich bin ganz begeistert, weil ich finde nämlich, jetzt sieht endlich das Heft so aus, wie es, naja, ehrlicherweise seit 12 Jahren hätte aussehen sollen. Und kann es gar nicht abwarten, bis jemand das eben auch gerne haben wollen würde, weil ich das natürlich so wahnsinnig gerne verschicke. Mit meinem Namen drauf und einer Zeichnung dazu. Und wenn man sich noch eine Woche oder zwei geduldet, dann gibt es auch wieder den Sammelband. Sehr gut. Unterstützt bitte Daniels Kunst und unterstützt gerne das Bahnhofskino unter patreon.com/Bahnhofskino. Gibt doch ein paar Kreuzer, werft sie in unsere Klingelbeutel unter patreon.com/Bahnhofskino. Dafür gibt es ein paar nette Goodies, wie zu unserem Discord-Server. Jede Bahnhofskino-Folge eine Woche vorab und für 2 Euro nochmal mehr, nochmal oben drauf. Jeden Monat eine Bonusfolge und Zugriff auf unser komplettes Archiv und sowieso unsere ewige Dankbarkeit. Ja, die ganz oben drauf natürlich. Podcast-Format fördert. Genau. Ja. The Texas Chainsaw Massacre. Ja. Ich blicke mit einer gewissen Nervosität auf das Filmgespräch, weil ich ja irgendwie denke, über den Film wurde fast alles gesagt und außerdem, weil wir heute Abend mit mittelgroßen technischen Problemen zu kämpfen haben und ich hoffe einfach, wir können jetzt noch ein nettes halbstündiges Gespräch führen, ohne dass es hier nochmal die Leitung zusammenbricht, wie es bereits 3-mal der Fall war. Und wenn ihr das nicht gemerkt habt, dann bist du gut im Schnitt. Ja, wollte ich sagen, huldigt mir bitte, weil dann habe ich das im Schnitt ganz gut gelöst. So.
Blutgericht in Texas aus dem Jahre 1974. Tatsächlich ein kollaboratives Werk, weniger eben als Female Trouble, das eben komplett aus dem kreativen Geist John Waters entsprungen ist. Gab es eben bei Texas Chainsaw Massacre nicht nur Toby Hooper in kreativer, ausführender Funktion, sondern eben auch noch seinen Co-Autor Kim Henkel, Kamera Daniel Pearl, auch quasi legendär, einen wirklich tollen Cast und ich glaube einfach ein bahnbrechender Erfolg für das Horrorkino, maßgeblich einflussnehmend auf Jahrzehnte des Horrorfilms, mit dem wahrscheinlich alle Beteiligten an diesem Film am wenigsten gerechnet haben. So nicht gerechnet haben, wollte ich sagen. Genau. Einschließlich mir, würde ich sagen. Weil ich ihn eben, wie gesagt, bis hierhin nur in Ausschnitten kannte. Woran liegt's? Ich weiß es gar nicht so genau. Also ich glaube, ich hatte schon durchaus Interesse an dem Film zu meiner, also quasi der Hochphase meines Horrorfilm-Sehens. Und damals war er halt einfach verboten. Ja. Ich kam einfach nicht ran. Und damals gab es noch kein Internet und konnte mir sowas nicht irgendwie aus anderen Ländern bestellen. Oder es gab für mich einfach mal keine Möglichkeit, an diesen Film ranzukommen. Eine sehr zweifelhafte Ehre, die ja eben zum Beispiel auch zeigt mit sowas wie Tanz der Teufel und anderen Videonasties, die ich dann eben auch alle sehr viel später mir angeguckt habe, was aber vor allem daran lag, dass ich eben dann, weiß ich nicht, den dritten Teil irgendwie gesehen habe und den fand ich gut, also bin ich dann an den Anfang gegangen. Und mit Leatherface hatte ich ehrlicherweise wenig zu tun, mit Ausnahme von eben dann TCM 2, den ich aber auch toll fand. Und trotzdem bin ich irgendwie nicht, vielleicht weil ich ihn, ich meine, das ist ja ähnlich. Du wolltest nicht, Daniel, weil ich muss mal jetzt kritisch einwerfen, der ist seit ungefähr 20 Jahren schon sehr, sehr gut verfügbar, dieser Film. Ja, das habe ich, das sage ich ja gerade. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, ich meine, ich vermute mal, es ist jetzt auch wirklich nur so ins Blaue gedacht, dadurch, dass eben der zweite ja auch so quasi seine eigene Parodie ist, ähnlich wie, was ich, Evil Dead 2, habe ich, glaube ich, keine Notwendigkeit gesehen, da das zu sehen, vermute ich. Und die Ausschnitte, die ich kannte, die haben mich auch gar nicht so angesprochen, dann mehr. Also ich glaube, die meisten Szenen am Stück, die ich gesehen habe, sind die in Summer School, über den wir schon mal gesprochen haben. So. Und ansonsten halt hier mal ein bisschen, da mal ein bisschen, ich weiß nicht, keine Ahnung, ich hatte einfach, es hat mich einfach nie so sehr interessiert. Das Seltsame an der ganzen Geschichte ist aber, du hast mir dann irgendwann mal eine DVD überlassen und die habe ich trotzdem nicht gesehen. Und dann hast du mir irgendwann die Blu-ray überlassen und ich habe sie trotzdem nicht gesehen. Ja. Und jetzt habe ich sie gesehen und ich bin hellauf begeistert. Vor allem davon, wie unglaublich gut dieser Film aussieht. Weil, nochmal gesagt, ich kannte bisher nur die Szenen, die halt in Summer School auf dem, weiß nicht, Super 8 Projektor irgendwie an die Schulwand geworfen werden. Ja. Und dass der Film so hübsch ist und so richtig, richtig, richtig gut aussieht, hätte ich einfach nicht gedacht. Ich glaube, meine erste Home-Video-Fassung habe ich mir gekauft, Anfang der Nullerjahre. Das muss die DVD sein, die du mittlerweile hast. Und dann eben ein paar Jahre später nochmal eine Blu-ray. Und ich muss sagen, nicht ohne ein gewisses Gefühl der Nervosität, weil der Film war ja hierzulande noch bis 2010 beschlagnahmt und wurde erst 2011 deindiziert und dann eben, also auf Betreiben auch von Turbine Media, diesem Heimkino-Label, und dann eben auch in wunderschönen Editionen noch und nöcher hier veröffentlicht. Und mittlerweile kriegst du den sogar im Kaufhausregal. Also kannst einfach zum Mediamarkt reindackeln und dir Texas Chainsaw Massacre holen. Ja. Ich möchte mal behaupten, hätte man fairerweise auch schon früher ermöglichen können hierzulande, ging aber eben nicht. So hatte ich dann eben die britische DVD. Habe aber auch nicht wirklich drüber reden wollen, weil ich dachte, na, soll eher keiner wissen, dass ich die im Regal stehen habe. Mittlerweile ist es alles verjährt und man kann es ja erzählen, ja, ich hatte den Film irgendwie 10 Jahre schon im Regal stehen, als er noch beschlagnahmt war in der ungekürzten Fassung. Weil eben da die Briten uns auch ein bisschen voraus waren und die eben auch schon, glaube ich, Ende der 90er und Anfang der Nullerjahre angefangen haben, die ganzen bösen Filme von Anno dazumal dann endlich auch rauszubringen. Und plötzlich gab es eben Straw Dogs und plötzlich gab es Evil Dead ungeschnitten und eben auch Texas Chainsaw Massacre.
Und entsprechend habe ich dann eben häufig auf in dieser Zeit, in der ich eben auch im englischsprachigen Ausland verwalte, studienbedingt dann irgendwie auch die Möglichkeit genutzt, mich da eingedeckt mit all dem Zeug, was ich hierzulande noch nicht so leicht ungekürzt kaufen konnte. Klar. Ja. Und seitdem habe ich ihn auch relativ regelmäßig gesehen und ich habe aber auch den nie so gepusht für unser eigenes Format, weil ich immer gedacht habe, ja, im Grunde ist der fast schon zu groß und zu bedeutend und irgendwie zu, ich weiß nicht, es ist wieder so dieses Star Trek Zwei Feeling im Sinne von, was willst du darüber noch sagen? Die Menschen haben den doch quasi schon so komplett verinnerlicht. Der wurde auch von hier und da schon geadelt, mit Kritikerlorbeeren überschüttet. Ich glaube, Toby Hoopers gesamte Karriere ist quasi durch diesen Film definiert. Ja. Und vielleicht nur mit kleinen Abstrichen Poltergeist, bei dem man mich auch gerne abredet, dass er überhaupt Regie geführt hat. Ja. Ja, und jetzt kommen hier zwei Hansel wie wir, irgendwie 50 Jahre after the fact und sagen so, jetzt lass mal hier noch ein paar intelligente Gedanken dazu äußern. Und das Schöne ist ja, du hast ihn bisher nicht gesehen, deswegen kannst du da relativ unbefangen drauf. Richtig, und ich muss mir auch keine Sorgen machen, weil intelligente Gedanken habe ich sowieso nie. Ich kann natürlich mit Fug und Recht sagen, dass ich den echt ganz toll fand. Ja, ich wusste wirklich nicht so genau, was mich da jetzt erwartet. Rein wirklich mit dem Vorwissen, ob der Historie, die der Film so mit sich bringt, und eben natürlich dem zweiten Teil. Und dachte so bei mir, ich bin gar nicht so richtig sicher, ob ich jetzt so in der Stimmung bin für Mord und Totschlag und Gefledder hier und komische Sachen da und so. Und dann ist der Film eigentlich gar nicht so. Ja. Er ist ja in allererster Linie erstmal stimmungsvoll. Und das macht er sehr gut. Alles recht unbekannte Schauspieler, aber allesamt deutlich besser als das, was John Waters da so auftischt. Ja. Ich meine, beginnt erstmal mit John Larroquette. Ja, das finde ich. Das, da war ich ja wirklich erstaunt. John Larroquette. Hast du seine Stimme erkannt? Nein, ich habe es gelesen. Ja, okay, also stand da halt, dachte mir, was, echt jetzt ernsthaft? Dan Fielding aus Night Court? Harrys wundersames Strafgericht? Großartig. Der einzige Fun Fact, den ich mir angelesen habe, ist, dass er wohl für seine, das Einsprechen der Erzählerstimme wohl mit Marihuana bezahlt wurde. Das ist wie komisch. Nachvollziehbar, ja, tatsächlich. Ich glaube auch die meisten Darsteller wirklich, außer vielleicht Marilyn Burns und Gunnar Hansen, die eben auch so in dem ganzen Comic-Con-Circuit, Kreisen relativ aktiv waren, eben bis zu ihren jeweiligen Toten eher unbekannt geblieben. Ich glaube, die meisten sowieso haben sich den überwiegenden Teil ihrer Karriere eben als Autogrammgeber und Geberinnen auf irgendwelchen Comic-Messen und Filmmessen verdingt und sind nicht so aufgefallen durch andere große Kinoerfolge. Ja, ach du, aber ich finde das auch gar nicht, ich finde das ja nicht mal eher rührig. Ne? Nein, also ich meine, als ich das letzte Mal auf einer Comic-Con war, habe ich da Judge Reinhold sitzen sehen. Also von daher, das funktioniert auch so. Aber es ist auch durchaus in Ordnung, für einen solchen Film eben jetzt nicht unbedingt die angesagtesten Stars jener Tage da ranzuholen, weil der Film geriert sich ja in einer gewissen Authentizität bei aller Perfidität, wenn ich das so sagen möchte. Und die Leute da halt einfach quatschen zu lassen, wie ihnen der Schnabel gewachsen ist, funktioniert natürlich sehr viel besser. Ja. Und das kriegen die alle richtig gut hin. Und entsprechend ist zum Beispiel einfach, wenn hier die Insassen der Mystery Machine, wie es auf mich wirkte, dann eben auf den Hitchhiker treffen, dann empfinde ich deren Bestürzung als sehr greifbar. Ja. Also ein Gedanke, den ich immer habe, wenn ich die da drin sitzen sehe in ihrem Bus, denke ich mir, was für ein trostloser Roadtrip. Ich meine, das sind alles junge, attraktive Leute, jetzt mal Franklin ausgenommen, der zwar jung ist, aber nicht besonders glücklich wirkt mit seinem Dasein. Aber ich denke mir, was machen die da eigentlich? Klar, ich verstehe das, da gab es Grabschändungen und dann wollen sie eben mal hier gucken, ob das Grab vom Opa noch in Ordnung ist und so weiter, aber die versuchen echt Spaß zu haben in einer absolut trostlosen Umgebung. Also ich muss auch immer so ein bisschen lachen, als dann hier Pam und Jerry nach einer Badestelle suchen. Ich glaube, es sind Pam und Kirk. Ja. Und dann einfach nur so ein ausgetrocknetes Flussbett oder so finden und dann da stehen und sagen so, oh gosh darn. Und ich denke mir, Leute, was habt ihr denn erwartet? Es ist, ihr begegnet einem geistgestörten Anhalter, ihr fahrt dann irgendwie in Fleischereien vorbei, da sind irgendwie an Tankstellen, erwarten euch halbdebile Rednecks, die euch voll faseln mit irgendwelchen anzüglichen Sprüchen und also, Leute. Ja. Aber gut, sie versuchen es zumindest. Ich meine, ich finde sehr erfrischend, dass die jungen Leute hier sich nicht
ganz so bekloppt benehmen wie halt in anderen Horrorfilmen. Ja. Dafür haben sie auch keine Zeit, weil sie sehr, sehr schnell aus dem Weg geräumt werden. Das fand ich auch erschreckend, tatsächlich. Ja. Dass der Film eben sich nicht die Blöße gibt, eben so eine ausgeweiteten Ausweidungsszenen ja. halt irgendwie reinbringt, sondern eben Hammer auf den Kopf, fertig. Ja. Und dass sie eben gar keine große Gelegenheit haben, irgendwie, dass man als Zuschauer irgendwie sagt, nein, nicht nach oben oder nein, nicht in den Keller oder sowas in der Richtung, sondern dass eben, dass die also auch wenn sie dann alle irgendwann in der hier in Leatherfaces Werkstatt da irgendwie antanzen, nochmal, sie benehmen sich alle wie jemand, der halt in so einem Haus ist und einigermaßen erschrocken über das, was er da vorfindet. Und das ist, ja, wie gesagt, das hat eben eine Greifbarkeit, die andere Filme, die von dem hier inspiriert wurden oder wie man es auch mal nennen möchte, eben so nicht bringen, habe ich so das Gefühl. Ja, die Gewalt ist sehr unmittelbar und hart. Der Film ist jetzt nicht explizit blutig, das hast du ja auch bereits gesagt. Ich möchte dem, wobei ich dem so ein bisschen widersprechen möchte, der allgemeinen Auffassung, ich habe das jetzt 1001 Mal gelesen, dass der Film eben ausdrücklich unblutig sei. Also er hat schon so seine Momente, möchte ich mal behaupten. Es gibt ja, diese ganze Geschichte da mit Toby Hooper und seinem Bemühen, den Film mit einem PG-Rating zu veröffentlichen und dass er das eben, also so geht ja die quasi Lore gewordene Legende, dass er gerade deswegen auch irgendwie möglichst wenig Blut gezeigt hat, beziehungsweise auch auf Anraten seiner Produzenten eben nicht gezeigt hat, wie Pam da am Haken aufgehangen wird und so weiter und so fort. Aber ja, ich meine, der Film ist jetzt nicht saumäßig brutal, aber ich glaube, er ist schon, also er ist auf jeden Fall hart. Also es gibt mit Sicherheit 4 oder 5 Momente, die ich irgendwie als ausdrücklich schockierend jetzt auch beim x-ten Wiedersehen empfinde, die einfach wirklich, wirklich wehtun, ohne dass man dann eben sieht, wie sich da ein Haken ins Fleisch bohrt oder der Hammer im Close-Up irgendwie zum Schädel geführt wird und der dann eben zersplittert. Brutal ist der Film auf jeden Fall. Oh ja. Aber eben auch so unmittelbar dabei. Ja. Und das finde ich eben vielleicht sogar erschreckender. Es hat so eine Beiläufigkeit, so was Unzeremonielles. Also dadurch, dass der Ton eben nicht ausgewälzt wird, sondern eben einfach Kirk gepackt wird, also Hammer über den Kopf und dann rein in diesen Raum gezerrt wird und dann Tür eben zu. Ja. Und im Grunde ist damit einfach auch seine Figur aus dem Film raus. Ich meine, wir sehen dann einfach einmal noch so sein Unterleib und müssen uns eben dazu ausmalen, wie gerade mutmaßlich sein Kopf abgetrennt wird. Was wir aber nicht sehen. Also der ist dann einfach raus. Und wir haben zu dem Zeitpunkt eben eine Dreiviertelstunde mit dem Zeit verbracht. Ja. Und der Film kommentiert das aber eben nicht weiter. Der ist jetzt weg. Ich glaube auch, die Brutalität der Szene kommt aber eben auch, ja, wir können uns diese eine Szene, es war durch den ersten Mord, wirklich nochmal ganz genauer angucken. Ne? Ich meine, die Kamera ist sehr weit weg. Ja. Quasi an der Haustür. Wir sehen, wie Kirk da eben auf diese Geweihe an der Wand läuft und dann stolpert, sich umdreht und also um zu gucken, worüber er gerade gestolpert ist, dreht sich dann um und dann springt Leatherface quasi hinter dem Türrahmen vor. Ja. Wir sehen ihn gar nicht richtig. Ne? Wir sehen halt einen komischen Kopf. Wir sehen vielleicht noch eine Schürze, aber dann kriegt das auf den Kopf und darüber wurde ja vorher schon gesprochen. Also wie Tiere oder wie Kühe im Schlachthaus umgebracht wurden, darüber unterhält sich ja Franklin sehr ausführlich mit dem Hitchhiker und so. Und also das heißt, wir können das halt sehr gut miteinander verknüpfen und verbinden. Und dann zupft Leatherface ihn quasi rein und legt die Tür zu. Das sind Sekunden, aber es sind eben auch Sekunden, die eben auch wirklich so auch auf der Tonebene so untermalt sind mit Schlägen. Das Stolpern, der Hammer, die Tür, das macht alles Wumm. Ja? Und dann halt harter Cut zu Pam, die draußen halt noch rumhängt und sich fragt, wo Kirk geblieben ist. Und der Film lässt uns quasi zurück mit diesem, was ist denn jetzt gerade passiert? Ja. Was war das denn? Das war irgendwie schockierend, aber ich habe ja gar nichts gesehen. Und ich brauchte tatsächlich einen Moment, um überhaupt klarzukommen mit jetzt der Geschichte von Pam. Weil ich, ehrlicherweise gedanklich noch bei Kirk war. Ja, aber das erlaubt der Film dann eben auch nicht, weil es geht eben genauso Schlag auf Schlag weiter. Und weil er sich eben so viel Mühe gegeben hat, eine Dreiviertelstunde halt diese Figuren so genau zu erklären und eben die unangenehmen Gespräche halt so ausbreitet, eben wie halt über
hier diese Bolzenschussgeräte und was nicht alles und wie es da riecht und so. Ja, wie gesagt, es ist alles sehr, sehr, sehr greifbar. Das, ich hatte angenommen, dass das Wort des Abends für mich perfide sein würde, aber ich merke gerade an, das Wort ist greifbar. Ja, ist es auch, weil ich glaube, darüber wurden auch schon viele Worte verloren, aber die Figuren sind eben alle mehr oder weniger, ich möchte nicht sagen unsympathisch, aber sie sind jetzt, taugen nicht wirklich als große Sympathieträger. Das sind jetzt nicht die Arten, das ist nicht das Art, die Art von Ensemble, das du anguckst und sagst, oh wow, sehen die alle gut aus, sind die alle nett, du wünschst ihnen irgendwie nur das Beste. Ja, aber trotzdem baue ich zu ihnen eben eine Verbindung auf, weil sie so unbedarft sind auch. Mhm. Und weil man schon, also wir als Zuschauende natürlich von Anfang an wissen, da schwillt gerade was ganz, ganz Furchtbares da unter ihnen, hinter ihnen, über ihnen, überall, einfach um sie rum an und da passiert gleich was ganz, ganz Schreckliches. Ich meine, wir haben eben diese Texttafel zu Beginn, die John Larroquette verliest. Wir haben diese blitzlichtgefluteten Aufnahmen von Leichenteilen, dieses geschändete Grab. Ja. Jetzt fahren die dahin und sind eben einfach nur von merkwürdigen, entschuldigen den Ausdruck, Socks umgeben dort. Und trotzdem sind die eben bis zum bitteren Ende, also für die meisten bis zum wirklich wahrsten Worte bitteren Ende, bis zu ihrem Tod, so in der Geisteshaltung, ach komm, lass uns eine gute Zeit haben. Ja. Und ich meine, das ist genau, du hast ja recht, der Kirk wird quasi aus dem Film weggehämmert und doch bevor wir uns davon erholen können, sehen wir eben die völlig unbedarfte Pam da sitzen und sagen, Kirk, wieso braucht denn der so lange? Oder, also es hat nicht so diese typischen Slasher-Filmen Klischee-Handlungen, wo wir dann erstmal irgendwie ein angsterfülltes Gesicht hier von Pam sehen und sie irgendwie in ihrer Angst, so die Kamera auch so ein bisschen ihre Angst badet und das Ganze so zelebriert wird, sondern es ist auch da wieder so, die Art nichts Böses in diesem Moment, wie es wahrscheinlich auch die meisten von uns nicht tun würden. Weil ich meine, letztendlich, klar, da lauern überall Kannibalen, da sitzen alle irgendwie Ed Gein inspirierte Kannibalen in diesen maroden Häusern, aber davon wissen die Figuren eben nichts. Für sie sind das alles wahrscheinlich nur merkwürdige Rednecks mit ihren komischen Gewohnheiten und naja, gut, morgen sind wir irgendwo woanders und haben da eine gute Zeit. Wobei sie aber interessanterweise auch nicht ganz so snobistisch irgendwie rüberkommen, wie es ja sonst gerne auch so ist. Ne? So diese, weiß ich, so die Studenten aus der großen Stadt und dann kommen sie da hin und dann nehmen sie die alle nicht ernst und so, sondern nee, es ist also, ich meine, hier Franklin und Sallys Familie stammt ja aus der Gegend, das Haus gehört ja sogar ihnen, das eine, bei dem ich irgendwie auch dachte, dass es noch mehr damit zu tun hätte, aber hat's gar nicht. Und so, und sie haben halt durchaus ein Verständnis für die Art, wie dort gelebt wird, eben auch einfach durch einfach die Art und Weise, wie eben Franklin eben über die Schlachthäuser redet, während Pam eben Horoskope lesende Vegetarierin da und wie sich mokiert und so. Aber also wie gesagt, es sind eben auch nicht so eine ganz typischen Horror-Teenager. Ja. Und auch das macht die Sache eben wieder ganz, ganz anders für mich als Zuschauer. Du hast völlig recht, die sind alle nicht sehr sympathisch, sie haben alle irgendwelche Ecken und Kanten. Was ich interessant fand, und ich meine, ich kann es sagen, weil ich weiß, er hört es nicht, aber Franklin erinnerte mich sehr an einen Freund von mir, der auch gerne mal so eine Aussagen tätigt, die er dann gleich durch so eine rückversichernde Frage relativiert. Da dachte ich mir, Alter, du klingst genauso wie, naja. Und aber dennoch, also nicht nur aufgrund seines Handicaps, sondern eben, aber einfach grundsätzlich gönnt man ihm natürlich einfach auch nicht, dann da in seinem Rollstuhl halt durchs Unterholz geschoben zu werden und auf einmal mit Leatherfaces Kettensäge Bekanntschaft zu schließen. Ne? Also ist schon echt mies. Ja. Und ich glaube, für 74 war das schon ein ungewöhnlicher Move, sagen wir mal, jemanden zu haben, eben mit einer körperlichen Behinderung, aber diese Behinderung über weite Strecken nicht zu thematisieren. Ich meine, der hat einfach eine Behinderung. Aber ich meine, keiner sagt zu ihm jemals irgendwie jetzt irgendwie, sagt Dinge, die man eben wahrscheinlich 74 oft zu Menschen mit Behinderungen gesagt hat. Also er wird einfach als
vollwertiges Mitglied dieser Clique akzeptiert, wobei er eben natürlich, naja, also er ist ein bisschen außen vor, weil er ist eben nicht Teil eines Paares, er hat eben dieses ja. Handicap und er ist eben auch altkluger, klugscheißriger als die meisten. Wobei auch ja. er eben diesen, ich meine doch, dann irgendwie so ein perfides, das ist das Wort schon wieder, so ein morbides Interesse hat an dem, wie diese Leute da ticken. Also dieser Dialog, den er mit dem Anhalter hat, das ist ja da merkt man ja irgendwie schon, er möchte da gerne mehr erfahren. Er hat so ein merkwürdiges, perverses Interesse daran, wie Leute da ticken. Faszinosum, auch genau diese Hand. Aufschneidegeschichte fasziniert ihn ja ohne Ende und wo ist eigentlich mein Messer und so, naja. Du hast natürlich völlig recht, es wird nicht thematisiert, außer wenn er eben dann nicht mit den anderen halt in den ersten Stock kann, ne, und dann da frustriert ist. Auch das zum Beispiel finde ich ganz hervorragend gespielt, weil es ist so ein bisschen kindlich auf irgendeine komische Art und Weise, trotzig, aber total nachvollziehbar, wie frustriert er ist. Merkt das total. Was ich damit eigentlich auch noch sagen wollte, ist, es ist schon handlungsrelevant, damit hast du absolut recht, aber ich möchte mal behaupten, 74 und dasselbe kommen wahrscheinlich auch für 84 und 94 und vielleicht auch noch in die Nullerjahre rein behaupten, es gab einfach in den meisten Spielfilmen gibt es keine Menschen mit einer körperlichen Eigenart, weiß nicht, besondere Fettleibigkeit oder eine Behinderung oder eine Frau mit Kurzhaarschnitt oder irgend sowas, ohne dass das kommentiert wird. Klar. Mit du Butsch, du Fettsack, du Spasti oder irgendwas. Das sind nicht meine Worte. Aber es würde kommentiert. Und in diesem Fall eben nicht. Und es wird auch nicht von den Leuten, die dort leben, kommentiert. Also das ist irgendwie tatsächlich schon interessant. Das ist einfach so ein Slice of Life. Das klingt jetzt irgendwie netter, als der Film ist. Aber Dinge passieren eben einfach und Figuren sind eben einfach. Die sind eben auch einfach da. Und ich finde es eben auch interessant, das bietet mir eben der Film jetzt auch so beim 10. Wiedersehen. Ich kann mir unglaublich viel in diese Figuren reindenken, weil wir erfahren ganz, ganz wenig über die. Egal, ob es eben die Kannibalenfamilie ist oder diese Clique da im Bus, wir erfahren nicht viel über die. Klar, wir wissen, da gibt es eben noch eine Ahnenschaft, die dort lebte mal, also von Sally und Franklins Familie. Ja. Aber was wissen wir eigentlich über die? Wissen wir, was die studieren? Gehen die noch ins College? Arbeiten die schon? Woher kommen die eigentlich? Keine Ahnung. Spielt doch keine Rolle. Und deswegen, ich glaube, so dieser, dadurch, dass der Film so, dass diese Figuren so, ich würde mal sagen, allgemeingültig sind, macht sie so nahbar tatsächlich. Zumindest für mich. Ich finde auch. Also ich kenne ab solche Leute. Und die sind eben auch so, Leute in dem Alter sind eben auch oft so hedonistisch veranlagt. Hey, wir wollen doch nur Spaß haben. Komm, hier, was ist, lass uns mal nicht hier die Stimmung verderben von so ein bisschen Grabschändung. Ja, aber gerade bei der Szene, die du ja vorhin erwähnt hattest, wenn eben Pam und Kirk eben nach der Wasserstelle suchen, da habe ich auch gedacht, irgendwie, das ist doch auch so ein Topos einfach, so ein typischer, wie dann die vögelnden Teenager, die dann irgendwie von einer Machete irgendwie aufgespießt werden oder was auch immer. Nee, aber nein, das passiert aber nicht. Überhaupt nicht, weil ich meine, das ist Bardus Interruptus quasi, einfach durch fehlendes Wasser. Und ich meine, klar, der hedonistische Grundgedanke, der ist ja da, aber der Film schlägt halt so nicht die Haken, die man halt von einem Film dieser Art erwarten würde. Und das fand ich enorm erfrischend. Ja. Du hast es vorhin auch Bardus erwähnt oder vielleicht auch Ich glaube schon, warst du schon deiner Sache bewusst, dass eben Kirk, kurz vor seinem Tod eben stolpert. Ich finde, dieser Stolperer ist brillant einfach. Weil es einen wirklich nochmal so unmittelbar vor eben dieser tödlichen Hammerattacke so einfach so für einen Moment der Leichtigkeit sorgt. Also es ist nicht nur der Bruchteil einer Sekunde, in dem du denkst, haha, oh. Ja, oh und, shit. Ja, genau. Ich würde nicht sagen, dass ich so vor dem Bildschirm sitze, wenn ich den Film gucke. Aber es hat schon sowas, es macht das Ganze nochmal überraschender und schockierender tatsächlich. Ja, und das auch wieder tatsächlich einfach so ein normaler Moment, zu dem man irgendwie einen Bezug herstellen kann. Total. Ich meine, die meisten Todeskämpfe sind eben nicht wahnsinnig langwierig und heroisch und voller geiler Posen und atemberaubender Actionfilmmusik, sondern das läuft wahrscheinlich, wenn du in so eine Situation gerätst, so oder so ähnlich dann ab. Wie ich immer wieder sage, wer schon mal eine Prügelei gesehen hat, weiß, wie unästhetisch das ist. Sieht keiner aus wie Sylvester Stallone bei. Aber weil du gerade sagst, das ist halt so haha, Moment. Ich finde sowieso, ich war erstaunt darüber, wie humorvoll ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber wie durchaus komische Momente der Film findet, ganz schlimmen Dingen.
Ich glaube, dass deswegen macht sich der Zweite eben auch so gut darin, eben bestimmte Dinge nochmal aufzugreifen und sie halt dann bewusst komisch einzusetzen. Mhm. Ne? Aber also gerade dieser Moment, die ganze Szene ist ja wirklich echt hart, wenn Sally dann am Tisch der Familie sitzt und eben der Großpapa ihren Kopf einhauen soll, aber den Hammer nicht halten kann und der immer wieder runterfällt. Das hat einen gewissen, sehr, sehr schwarzhumorigen Wert. Ja, natürlich. Weil es auch so ein klassisches Muster, Gag-Muster folgt. So, man macht es eben nicht einmal, es wird irgendwie so ab dem dritten oder fünften Mal wird es lustig. Richtig, genau. Ja, genau. Wenn er das dann einmal versucht, wird man sagen, so, ja. Aber so nach dem dritten oder fünften Mal denkt man, das können sie. Aber der Film bricht dann in dem Moment, in dem Grandfather ihm tatsächlich trifft und wir tatsächlich meine Wunde sehen am Kopf. Weil auf einmal denkt sich der Zuschauer, also ich in dem Fall, der eben gerade noch so ein bisschen nervös vor sich hinkicherte vielleicht, das sieht aber aus, als würde es wehtun. Ja. Ne? Und da, das heißt, also ich glaube, das macht der Film relativ häufig, diese Momente von, ne, du hattest es Leichtigkeit genannt, ich finde es eigentlich fast schöner als humoresk oder schwarzhumorig, ja, leichte Momente, die dann eben sehr schnell wieder zurück auf den Boden der sehr schmerzhaften und brutalen Tatsachen gezogen werden. Genauso wie, ich meine, auch das ist natürlich so ein Moment, ne? Wenn Pam da in diese, was ist das auch der Raum, in dem Norman Bates irgendwie die Vögel rupft, die er dann später ausstopft oder was. Also ein merkwürdiger Raum voller Haut und Skelettskulpturen und einem Huhn und einer Menge Federn und Gekröse oder so auf dem Boden, ich weiß es nicht. Ja. Aber das ist eben auch so seltsam und merkwürdig. Dann rutscht sie aus, dann übergibt sie sich und das ist alles irgendwie, naja, also so richtig zum Lachen ist es nicht, aber es ist absurd. Es ist absurd. Und dann kommt Leatherface reingestolpert. Er geht mit ihr um, als wäre sie kein Mensch. Ja. Und das, also ich finde die Vorstellung, dass sie an den Haken gehängt wird, sehr unangenehm. Bin eigentlich ganz froh darüber, dass man es nicht sieht. Mir reicht, dass ich den Haken sehe und dass er sie da so draufstülpt und ihr Gekreisch dazu, das finde ich schon schlimm genug. Aber ich glaube, was mich halt wirklich richtig trifft, ist eben wirklich, dass er damit umgeht, wie halt mit der Schweinehälfte. Ja, ja. Na, und das ist der für mich der härtere Aspekt. So. Und der kommt eben auch gleich nach so einer komischen, überspitzten Szene. Ja, ich glaube, der Film macht das ganz gut, diesen Wechsel tatsächlich zwischen enormer Suspense oder harten Horrormomenten und dann wieder diesen Momenten, in denen sich eben auch die Anspannung kurz auflöst, um dann wieder ganz schnell zurückzukehren. Ich glaube auch, das ist unglaublich geschickt, dass es man normalerweise, glaube ich, auch so relativ unerfahrenen Filmschaffern wie Tobe Hooper und seinem Film zu dem Zeitpunkt ihrer Karrieren gar nicht so zugetraut hätte. Also der Film ist schon in der Hinsicht echt meisterhaft, muss ich sagen. Mhm. Also ich habe auch bisher, wollte ich mal kurz einschieben, auch bisher von wenig Menschen gehört, die den Film nicht mögen. Mich würde auch mal interessieren, da so ein paar kritische Meinungen zu hören. Aber ich bin tatsächlich auch fast vorbehaltlos begeistert von dem Film. Ich meine, man könnte klar immer sagen, hier ist das Budget vielleicht ein bisschen knapp. Da hätte man ausstattungstechnisch ein bisschen mehr machen können. Ich finde zum Beispiel, einige Props tauchen doch, wenn man den Film zum wiederholten Mal sieht, relativ häufig auf. Und man denkt sich, warte mal, war der nicht vorher noch in einem anderen Haus, in einem anderen Zimmer? Aber egal, das tote Gürteltier ist so schön, das kann man sich ja irgendwie noch an zwei, drei anderen Ecken im Haus mal hinstellen. Ja. Also, aber ja, das, was du beschreibst, fand ich zum Beispiel auch ganz toll. Das sind auch diese, dass man auch das wieder unglaublich für mich zumindest lebensnah, dass eben Figuren, wenn sie eben in diesem mit Federn gefüllten und Skelettknochen übersäten Raum sind, dann irgendwie einen Moment brauchen, um sich zu orientieren. Genauso wie dieser Moment, in dem eben Sally auf diese Räucherstelle da am Kamin blickt und sich eben fragt, sind das Schweinewürste, die da hängen? Oder vielleicht ein menschlicher Torso daneben? Ja. Und man eben auch merkt, wie das in ihren Köpfen arbeitet. Also ungleich zu
den meisten konventionellen Horrorfilmen, in denen eben die Heldinnen und Helden sofort schalten, was Sache ist und versuchen, sich aus dieser Situation rauszubewegen, merkst du eben diese Momente erstmal der Desorientierung, die durchaus auch mal 30, 60 Sekunden anhalten können. Also da gibt der Film dem auch so Raum zum Atmen, dass man so das, dass diese einfach, um diese Verzweiflung der Protagonisten voll auszuköpfen, das finde ich auch wirklich, wirklich schockierend, unglaublich nervenzerrend oder zehrend. Und dann wiederum eben, ja, so Momente, ja, Leichtigkeit, keine Ahnung, aber ja, vielleicht, also so, oder Momente abgrundtief schwarzen Humors, wo sich dann auch wieder so ein bisschen auflöst, also vor allem eben gegen Ende, was ja, tatsächlich, also es ist nicht ohne eine gewisse Genugtuung, dass wenn dann eben hier der Anhalter vor den LKW rennt. Ja, oder, angenehm ist auch nicht, Nee, angenehm ist auch nicht, aber dann doch irgendwie so ein Moment der Erleichterung oder zumindest so der Hoffnung, dass eben Sally dann doch davonkommt, was sie dann eben auch am Ende auch tut. Oder dieser sehr, sehr menschliche Moment, den Leatherface da hat, als ihm eben mal eben die Kettensäge entgleitet und in den eigenen Oberschenkel fährt. Ja. Das siehst du nicht in anderen Filmen. Ich meine, das ist jetzt irgendwie kein herausragendes, qualitativ tolles Alleinstellungsmerkmal. So sollte man vielleicht auch Filme nicht gucken. Aber dennoch freue ich mich eben an solchen Momenten, weil ich mir denke, ach, sowas kenne ich noch nicht. Ja, absolut, absolut. Ich finde sowieso, ich finde das Interesse des Films an den, also in den späteren Filmen heißen sie ja Sawyers, an der Sawyer-Familie, finde ich eben auch sehr interessant. Ne? Das, also ich muss sagen, also den Hitchhiker, gespielt von Edwin Neal übrigens, finde ich sehr viel beunruhigender als Bill Mosleys Chop Top. Ja. Also, weil der ist, glaube ich, komplett Comic Relief und halt auch over the chop top quasi, während halt hier der Hitchhiker ohne Namen, der wirkt halt komplett nicht bei sich, ne? Ja. Und damit eben sehr bedrohlich, aber auch nicht uninteressant als Figur, also auch gerade so in der Konstellation halt mit dem Tankstellenwart, dem Koch und all das, der sowieso toll ist, Jim Cedo vermutlich ausgesprochen, der ja auch im zweiten mit dabei ist wieder, ist toll. Einfach auch so eine ganz merkwürdige Figur, irgendwo zwischen unangenehm und fürsorglich und gruselig, aber irgendwie lustig. Und also ganz, ganz, also echter Glückstreffer, den gekriegt zu haben, glaube ich. Ist auch so toll, dass es eben so eine dysfunktionale Familie ist. Ne? Und die verstehen sich untereinander gar nicht. Das macht sie eben noch gefährlicher. Ich meine, es ist für Sally schlimm genug, da zu sitzen, so an diesem Stuhl gefesselt. Aber dann eben auch zu sehen, dass es nicht alles, dass sie nicht einfach nur alle geisteskrank sind, sondern eben auch noch komplett so irrational in ihrem Verhalten untereinander, zueinander. Ja. Das ist alles noch schlimmer. Das Einzige, was sie verbindet, ist, dass sie gerne Leute essen. Es gibt da so ein richtiges Hierarchiegerangel, was natürlich irgendwie auch wiederum durchaus einen schwarzhumorigen Aspekt hat. Ne? In dieser Familie von wahrscheinlich geistig nicht wahnsinnig leistungsfähigen Menschen dieses Rumgebosse, so von wegen, nein, ich bin das wichtigste Familienmitglied. Ach, du hast doch keine Ahnung, du bist doch nur hier, weil du Fleisch einkochen kannst. Oder? Ja, in der Tat, genau. Und Leatherfaces Rolle finde ich eben auch dabei so spannend, der eben dann später eben an, sagen wir mal, so quasi fast schon die mütterliche Rolle irgendwie übernimmt, mit Schminke auf dem auf der Maske und noch einer anderen Perücke und so. Gleichzeitig dann und dann, genau, wenn er dann später Sally verfolgt, aber eben mit dem Anzug und all das, als hätte er sich irgendwie echt nochmal fein rausgeputzt für das Diner und all das. Also echt. Es ist, da sind eben so viele Sachen drin, die wirklich verstörend sind. Also wenn die Kamera halt so hin und her saust auf Sallys aufgerissene Augen und andere Gesichtsteile, ich kann das so gut nachvollziehen. Ja. Also bei mir, die Kamera fängt gerade sehr, sehr genial das ein, was mir als Zuschauer gerade durch den Kopf geht. Und was ich mir vorstellen kann, was der Figur von Sally gerade durch den Kopf geht, auch das ist eben so eine geradezu meisterliche Leistung eines so jungen Regisseurs. Sehr, sehr, sehr gut. Auch die ganze Szene, wenn sie eben an der Tankstelle am Anfang sind und eben der Koch, von dem wir noch nicht wissen, dass er der Koch ist, rausgeschlurft kommt, während der andere da
so seltsam, weiß ich, in den Himmel blickt und dann die Scheibe putzt. Das hat schon was und da ist er wieder David Lynch. Ja. Das ist so die Szene könnte 1:1 so oder so ähnlich in Wild at Heart vorkommen. Mhm. Echt, also. Ich wollte kurz erwähnen, Daniel Pearl, ich meine, man tut es wahrscheinlich auch Toby Hooper unrecht, wenn man eben sagt, so alles, was der Film ästhetisch zu bieten hat, ist auf dem Mist seines Kameramannes gewachsen, weil letztendlich ist es ja eine Zusammenarbeit, aber der lässt eben auch diesen Film nochmal aussehen wie $1 Million und eben nicht wieder dieses Low-Budget-Dingens, dass der Film eben offensichtlich war und unter wirklich widrigen Bedingungen gedreht. Also da gibt es einige Kameraeinstellungen, die sind so wunderschön, also und vollkommen überraschend in dieser Art von Film, dass ich selbst jetzt hier beim Z-Wiedersehen mich immer noch mir noch verwundert die Augen reibe. Also diese, ich meine, es gibt klar diese eine legendäre Kamerafahrt, die da Pam ins Haus folgt, die eben unter der Verandaschaukel, unter dieser Schaukel ist. Die steht nicht auf der Veranda, die steht vor dem Haus, aber quasi beginnt. Und alleine, also ich habe mich auch gefragt, wie die das gemacht haben. Ich meine, war jetzt eine 16mm Kamera, die wiegt eben nicht eine Tonne wie diese 35mm Kameras, aber trotzdem müssen die ja das Ding unter diese Schaukel bekommen haben. Ja. Und darauf achtet man vielleicht nicht, wenn man den Film zum ersten Mal sieht und vor allem ihn nicht in einem Podcast-Format bespricht, sondern ihn einfach nur zur Unterhaltung guckt. Ja. Aber wenn man eben das dann bemerkt beim zweiten, dritten Wiedersehen, dass die offensichtlich diese Kamera da und das irgendwie Jahre, bevor sowas wie die Steadicam marktfähig wurde oder überhaupt nur erfunden wurde. Ich glaube, die kam 2-3 Jahre später raus. Also das finde ich schon irgendwie wahnsinnig toll im Kontext eines Low-Budget-Films. Wie viele, viele Kameraeinstellungen hier auch. Also ganz, ganz super. Also diese Bilder in der Abendröte und dann wieder im Morgenrot und finde ich ganz mega. Mhm. Und auch die drehen ja wirklich in kleinen Räumen. Also als sie da die halbtote Pam in dieser Eistruhe da entdecken. Oh, ja. Ja, also was der irgendwie einfach, was da an Kameraperspektiven von Hooper und Daniel Pearl da aus diesem Raum rausgeholt wird. Also man mag sich gar nicht ausmalen, wie die überhaupt geschafft haben, die Kamera in 8 verschiedene Positionen da zu positionieren. Ja. Schlechter Satz, aber ich glaube, man weiß, was gemeint ist. Ja, ich meine, entweder wirklich minutiöse Planung, ne, oder Inspiration am Set. Notwendigkeit, man weiß es nicht. Ja, also ich erinnere mich immer wieder gerne an diese 10 Minuten Filmschule von Robert Rodriguez, die er gemacht hat zu El Mariachi. El Mariachi, genau, wo er eben sagt, er hat ganz genau geplant, wo er schneiden wird, sodass er dann eben mit einer kleinen gemieteten Kamera eben genau das gekriegt hat, was er haben wollte, um es dann eben so zu schneiden, als hätte er 5 Kameras. Ja. Das ist schon. Ja, und lass mich mal irgendwie den alten meckernden Mann kurz geben. Ich glaube, das ist auch tatsächlich diese endlose Verfügbarkeit von digitalem Filmmaterial in Gänsefüßchen. Ich sorge mit dafür, dass eben gering budgetierte Horrorfilme tendenziell heute schlechter aussehen als vieles das, was wir so in den 70er bewundern konnten. Eben aus genau dem Grund. Menschen mussten sich eben früher aufgrund der hohen Kosten des Materials Gedanken darüber machen, was sie drehen und konnten eben nicht sagen, okay, wir machen jetzt mal irgendwie einfach mal 30 Takes und einer wird schon gut aussehen. Ja, das ist wohl wahr. Also ich glaube, die haben mit einem 5-stelligen Dollar-Budget, das wäre jetzt auch in 2024er Geld nicht viel, also immer noch weit weniger als 1 Million Dollar in zeitgenössischer Währung. Und da, ich glaube, muss man schon genau hingucken, wie viele Meter Film man da verdreht für das Geld. Und der Film ist halt auch sehr ökonomisch, ne, mit seinen gut 80 Minuten, die aber eben auf der einen Seite echt so an einem vorbeifliegen, weil es einen so packt und weil es einen so dran hält, aber auch nicht, aber es wirkt eben auch nicht zu kurz und es wirkt nicht so, als hätte man es irgendwie übers Knie gebrochen. Ja. Es ist kein Füller drin, es ist wirklich, es ist alles geradezu erschreckend auf den Punkt. Ich finde es immer so ein bisschen bedauerlich, wenn man so die maßgeblichen filmischen Stoffe, die dramaturgischen, ästhetischen Eckpfeiler gesetzt haben für das Slasher-Kino so bewundert und sich dann vergegenwärtigt, was daraus später wurde in späteren Jahren. Also sowas wie Mario Bava's Bay of Blood oder Black Christmas oder das hier, die haben wirklich einfach so wundervolle, einmalige Filme sind mit einer ganz klar zu identifizierbar, ganz klar identifizierbaren künstlerischen Handschrift und sich dann irgendwie vergegenwärtigt, zu was das geführt hat. Aber
Ja, na gut. Ich muss so sagen, hier bei dem Vorspann wollte ich nur kurz erwähnen, vielleicht als letzten Punkt meinerseits, diese Blitzsichtaufnahmen von den Leichenteilen, ich kann mir nicht helfen. Jedes Mal, wenn ich den Film wiedersehe, denke ich mir, okay, das ist doch aus 7 oder aus irgendeinem anderen x-beliebigen Serienmörder-Thriller der 90er oder Nullerjahre. Weil es eben auch so ein abgegriffenes Filmbild ist mittlerweile. Aber es ist eben ein abgegriffenes Filmbild, weil, glaube ich, mittlerweile einfach Dutzend Leute hier Toby Hooper kopiert haben. Genau, ja, genau. Ja. Ob das dann so adelt, weiß ich nicht. Aber sowas Ähnliches ging mir auch durch den Kopf. Was anderes, was mir noch durch den Kopf gegangen ist, ist so diese Vorstellung, ich glaube, der Film hätte so in der Form auch nicht in einem anderen Jahrzehnt hätte gemacht werden können. Weil ich glaube... Ich meine, das mag natürlich einfach daran liegen, dass eben natürlich hier Leatherface und die ganze Sawyer-Familiengeschichte und diese aus Oberarmen gefertigte Couch und sowas, dass sich das eben alles eben auf Ed Gein oder Gein, ich bin mir nicht sicher, wie ausgesprochen wird, bezieht. Und wir wissen ja, was halt irgendwie 10 Jahre vorher aus dem Stoff gemacht wurde, nämlich Psycho. Ja. Und das heißt praktisch die Herangehensweise an solches Thema ist eben, glaube ich, sehr 70er. Nicht zuletzt auch deswegen, weil es ist halt nun mal das Jahrzehnt, in dem sich ja sehr viel eben auch über die Rolle von Medien Gedanken gemacht wurde. Was für Filme sollen eigentlich im Kino laufen, ne, das alte Hays Office war weg, das neue MPAA-Rating-System war noch nicht so alt, 3 Jahre vorher hatte man versucht, eben sowas wie Deep Throat oder die Russ Meyer-Filme groß ins Kino zu bringen, während aber eben im Fernsehen halt rund um die Uhr die Kriegsberichterstatter die schlimmsten Bilder aus Vietnam zeigten und so. Ja. Ich glaube, weil du vorhin auch Straw Dogs erwähnt hast, ich glaube, das sowas Ähnliches hatten wir damals auch gesagt, als wir über den gesprochen haben, dass eben so diese gewisse Abgestumpftheit des Publikums auch nochmal kommentiert wird, gerade eben in der Machart, in der fast schon Belanglosigkeit der Mordszenen, aber eben auch gleichzeitig diesem Authentizitätsanspruch im Schauspiel, im Setting und all die ganzen Sachen. Abgesehen davon natürlich, dass die Story komplett fiktional ist, aber sich ja auf bestimmte Dinge bezieht. Ja, genau, aber er hat eben diesen Authentizitätsanspruch, den du gerade erwähnt hast, eben nicht zuletzt durch die Texttafel. Das ist ja quasi dieses Fargo-mäßige, ne, inspiriert von einer wahren Geschichte, was dann aber eben keine wahre Geschichte ist. Aber eben klar, nach dem quasi Motiven des Serienmörders Ed Gein oder Ed Gein, auf den eben auch schon Psycho und dann später Schweigender Lämmer rekurrierten. Aber super wichtiger Hinweis von dir und auch dieser Hinweis auf diesen eher nüchternen Blick auf diese rohe Gewalt und die hier verübt wird, dieses eben nicht psychologisierende, was eben heute mittlerweile gang und gäbe ist, auch in diesen 1001 True Crime Formaten, die es gibt. Ich meine, heute werden eben Serienkillerstoffe ganz anders behandelt und man versucht immer so Mördern und Mörderinnen oder mordenden Personen so eine mystische Aura zu verleihen. Was sind ihre Motive? Welche Abgründe verbergen sich da? Ja, und dahingehend eben auch, du hast absolut recht, das ist eben wirklich 74 as 74 can. Keinerlei Interesse hier an irgendeiner Psychologisierung der gezeigten Schandtaten seitens der Filmschaffenden. Und deswegen eben auch so gut und deswegen eben auch so schockierend. Deswegen funktioniert es eben als Horrorfilm so gut. Es wäre vollkommen in die Hose gegangen, wenn die auf den letzten Metern gesagt hätten so, und das ist alles nur, weil uns unsere Mutter nicht die Brust gegeben hat als Säuglinge oder so. Das ist schon gut so. Ja, klar, Vietnam-Kontext. Ich glaube, deswegen über den Film, mit dem Film lassen sich 2 oder 3 Abende diskursiv füllen, wenn man den möchte. Ich kann es mir gut vorstellen. Ich hatte jetzt eben wie vor der Aufnahme nichts gelesen dazu. Ich hatte mir keine Essays angeguckt oder sonst irgendwas gemacht, sondern wirklich nur rein aus dem, was ich halt das bisschen Vorwissen, was ich hatte und eben mein Wissen um den zweiten Teil. Ich habe schon das Gefühl, dass halt bestimmte Sachen schon sehr offensichtlich sind, aber sind eben vor allem offensichtlich gut. Ja. Also ich bin ehrlicherweise ein bisschen beschämt, dass es so lange gedauert hat, bis ich den jetzt geguckt habe, ja, 50 Jahre nach seinem Erscheinen. Ja, und das ist so schön. Aber ich freue mich, dass ich ihn jetzt endlich kennengelernt habe und dann auch noch in einer so hübschen Fassung.
der ist wirklich, ist ein wirklich toller Film. Ich finde das sehr erbaulich, tatsächlich mit so viel zeitlichem Abstand noch irgendwie was zu sehen, von dem man sagt, oh wow, das ist ein richtig, richtig hervorragender Film. So ging es mir kürzlich mit Ärger über der Stadt, mit dem Belmondo, bei dem ich mir auch dachte, wieso habe ich den bisher nicht gesehen? Ich glaube, das ist mein Lieblings-Belmondo oder einer meiner absoluten Lieblings-Belmondos ab sofort. Also das ist auch schön, wenn man sowas mit in seinen 40er noch erleben darf. Ja, total. Nächste Woche Bonusfolge und ich glaube, den Film, den dürfen wir nicht zum ersten Mal erleben und wir machen mal wieder was, was wir so im regulären Bahnhofskino nicht machen würden, sondern eben nur geeignet ist für die Menschen, die uns mit etwas Geld unterstützen hinter der Patreon-Paywall. Wir reden nämlich über großes, großes Tentpole-Hollywood-Star-Kino. Ja. Mit ganz vielen Stars. Genau, sie sind alle drin, also alle vor allem erstmal Tom Cruise und dann auch noch Jack Nicholson. Ja, genau. Demi Moore. Demi Moore ist drin und Kevin Bacon? Weiß es gerade nicht genau. Also bestimmt noch ein paar andere. Der Film taucht halt, glaube ich, relativ häufig auf und er wird natürlich wahnsinnig gerne zitiert. Ich wollte gerade sagen. Und deswegen gar nicht weiter um den heißen Brei rumgeredet. Wir reden über A Few Good Men. Ja. Eine Frage der Ehre. Von Rob Reiner. Ich liebe ja Justizdramen, Thriller. Deswegen. Ich glaube, das wird richtig gut. Ich hoffe auch. Ich habe ihn lange nicht gesehen, aber ich habe ihn sehr positive Erinnerungen und ich glaube, genau, so eine Bonus-Episode hinter der Paywall ist genau das Richtige. Ansonsten würde ich hier nochmal ein Zitat aus Female Trouble anbringen wollen und sagen: May I suggest Mr. Ray's Wigworld? Ich sag bye-bye. Ciao. Ciao. Das kalte Grauen greift nach ihren Nerven. Dies ist der Film. Sally, ich höre was. Stopp! Den sie genauso echt, genauso nah, genauso erschreckend erleben werden. Sie sind verrückt! Sagen Sie ihnen, dass sie aufhören sollen! Als ob sie dabei wären. Bitte helfen Sie mir, bitte! Auch wenn einer überleben sollte, wie kann er weiterleben? Nachdem sie ihren Schock überwunden haben, werden sie über diesen Film sprechen.